Herzlich willkommen. Ich freue mich sehr, dass wir heute einen wunderschönen Anlass für einen ECM-Diskurs haben. Die Präsentation eines Buches. Eines Buches, das sich mit Themen beschäftigt, die uns auch im ECM schon seit vielen Jahren beschäftigen. Fragen der Schnittstelle zwischen künstlerischer Praxis und öffentlichem Raum, zwischen Kunst und Politik, Aktivismus und Ästhetik. Es ist das Buch von Oliver Machert, auch einen wichtigen Referenten für den ECM, seit der ersten Stunde, wo wir ihn hier machen. Und ich freue mich auch ganz besonders, dass ein genauso alter und langer Kollege, also damals waren wir noch jünger, wie wir angefangen haben zusammenzuarbeiten, heute bereit ist, die Respondenz zu machen, jemand, der es aus der konfliktuellen künstlerischen Praxis selbst wissen muss, Martin Krenn, seit Jahren auch hier Referent an der Angewandten, aber vor allem ein Künstler, der den Konflikt nicht scheut, der partizipativ arbeitet und der auch zur Frage der Schnittstelle zwischen künstlerischer Praxis und politischer Intervention seit vielen Jahren publiziert und sich dazu auch habilitiert hat. Es ist ein sehr schöner Moment und wir haben uns überlegt, dass wir die Buchpräsentation so anlegen, dass Oliver Machert zuerst kurz vorstellen wird, worum es in diesem Buch geht, dass Martin Krenn dann eine Respondenz machen wird dazu und dass wir dann ein Gespräch haben und sehr schnell dann aber auch mit dem Publikum diskutieren wollen. Wir geben Einblick in das Buch, im Anschluss gibt es die Möglichkeit, das Buch auch käuflich zu erwerben. Der Verlag hat uns Exemplare geschickt und es gibt heute einmalig die Möglichkeit, dieses Buch um 15 Euro zu bekommen. Danach trinken wir was, aber bis dahin haben wir ja noch Zeit und geht es um das, worum es wirklich geht. Ich darf gleich das Wort an Oliver Machert übergeben. Worum geht es in deinem Buch? Ja, gute Frage. Also zunächst mal würde ich mich gerne bedanken für die Möglichkeit, das Buch zu präsentieren. Und versuche ich gerne hier noch ein bisschen gerade mit der Geschwindigkeit zu erreichen. Könntest du das irgendwie jetzt? Also, zunächst mal herzlichen Dank an den ECM, auch an Martin, dafür, dass er bereit ist, zu respondieren. Wir haben natürlich schon auch eine längere gemeinsame Auseinandersetzung, im gar nicht konfliktiven Sinn, zu eben Fragen politischer Kunstproduktion. Und in gewisser Weise fließen diese vielen Jahre der Auseinandersetzung eben nicht nur mit Martin, sondern mit sehr vielen Menschen auch in dieses Buch ein. Das ist eigentlich das Ergebnis von, sagen wir, 20 Jahren Arbeit in diesem Bereich oder zu diesen Themen. Und für mich war das deshalb auch einerseits schön, dass der Verlag sich bereit erklärt hat, dieses Buch zu produzieren, auch auf eine, ich denke, also mich zumindest ästhetisch ansprechende Weise. Und das Ergebnis ist etwas, worauf ich so ein bisschen stolz bin. Jetzt zum Inhalt. Der Inhalt dieses Buches ist, wie der Titel schon sagt, eine konfliktive Ästhetik. Die Frage ist, was meine ich damit? Also ich möchte es einfach nur in 10 Minuten eingangs ein bisschen erläutern oder ansprechen. Also die meisten kennen ja diesen Bourriot'schen Begriff der relationalen Ästhetik, der sich auf bestimmte soziale Kunstpraktiken bezieht. Ich war immer schon relativ skeptisch gegenüber der Idee, dass Kunstpraxis rein soziale Situationen erzeugt. Also man könnte jetzt sagen, so ein Tisch mit Soletti, ja, und da stehen die Leute herum und diskutieren. Ich denke, dem fehlt etwas ganz Spezifisches, in gewisser Weise hat das auch seine Zeit gehabt. Etwas ganz spezifisch Politisches, das dazukommen muss, damit eine soziale Praxis zu einer politischen Praxis wird. Nicht jede soziale Praxis ist automatisch schon eine politische Praxis. Und dieses Missverständnis, denke ich, existiert überall, existiert aber auch in der Kunst, insbesondere dort, wo
davon ausgegangen wird oder gesagt wird, dass Kunst per se politisch wäre. Es gibt sozusagen eine gewisse Neigung im Kunstfeld, ich nenne das die spontane Ideologie des Kunstfelds, weil sie uns allen spontan in den Kopf kommt, wenn wir über politische Kunst nachdenken, Kunst als per se politisch zu definieren. Oder wenn dann tatsächlich politische Kunstpraktiken auftauchen sollten, wird dann gegen diese Kunstpraktiken gerne eingewendet, ja, die sind zwar politisch, aber ist nicht Kunst ohnehin immer politisch? Demgegenüber bin ich skeptisch, weil dann eben auch das Herumstehen mit den Soletti in gewisser Weise politisch ist und sowieso alles politisch ist, und irgendwie könnte man das dann eben nicht nur auf Kunst, sondern auf letztlich alles beziehen. Der maßgebliche Theoretiker ist natürlich Jacques Rancière, der aus diesem Missverständnis in gewisser Weise Vorschub bereitet hat, also dieser spontanen Ideologie des Kunstfelds Vorschub geleistet hat, indem er eine Theorie entwickelt hat, die viele werden das ja auch kennen, davon ausgeht, das ist jetzt natürlich ein sehr reduzierender Leser, davon ausgeht, dass Kunst die Distribution of the Sensible, das, den symbolischen Raum verschiebt, verändert und dadurch politisch wirkt. Und das ist natürlich richtig, also Künstler und Künstlerinnen arbeiten sozusagen am symbolischen Raum, ja, an dem symbolischen Repertoire einer Gesellschaft und verschieben das auch durch verschiedenste Strategien, aber gleichzeitig tun das andere auch. Das heißt, es ist kein Monopol von Künstlern und Künstlerinnen. Auch der Sport beispielsweise arbeitet mit dem symbolischen Repertoire. Auch Shopping ist eine Form der symbolischen, nicht nur der finanziellen Intervention in die Gesellschaft, indem ich eine bestimmte Auswahl treffe, dieses Produkt mich mehr ästhetisch anspricht im Design als ein anderes Produkt. Ja. Da arbeite ich ja auch in gewisser Weise selektiv an der Rekonstitution des symbolischen Raums der Gesellschaft. Und vieles andere könnte einem auch noch einfallen. Also das kann sozusagen nicht das Spezifikum einer politischen Kunstpraktik sein, weil es eben für jede Form von Kunst gilt. Was ist also das Spezifikum einer politischen Kunstpraxis? Und vielleicht sollte ich vorneweg auch noch sagen, weshalb ich besonders skeptisch gegenüber dieser spontanen Ideologie des Kunstfelds bin, nämlich der Idee, dass Kunst per se politisch wäre, weil es nämlich auch zu einer Art Schutzbehauptung geworden ist von Leuten, die mit politischer Kunst gleich gar nichts anfangen können. Also letztlich ein Argument, um jede Form der Politisierung von Kunst von vornherein abzuwehren. Also zu sagen, Kunst ist ohnehin politisch, politische Kunst ergo braucht man nicht. Und wenn wir uns aber die Geschichte der politischen Kunst ansehen, stellen wir fest, dass politische und im engeren Sinne, und ich reduziere das in diesem Buch im Wesentlichen auch auf aktivistische Kunstpraktiken die Geschichte der bürgerlichen Kunst immer schon begleitet haben. Also keineswegs, sagen wir, mit Occupy erfunden wurden oder so, sondern nichts anderes sind als letztlich der Schatten der bürgerlichen Kunstproduktion schlechthin. Wenn wir mal davon ausgehen, dass bürgerliche Kunst, also die Kunst, wie wir sie heute kennen, es gibt praktisch nur bürgerliche Kunst, weil dieser Begriff oder dieses Phänomen deckungsgleich mit unserem Kunstbegriff geworden ist. Wenn wir uns ansehen, worin sich das unterscheidet von vorhergehender Kunstproduktion historisch, will man feststellen, dass früher die Kunst heteronom war. Das heißt, sie war im Dienste einer anderen Sache. Sie war im Dienste des Hofs und der Kirche. Und erst mit der Entstehung eines Kunstmarktes und mit der Entstehung bürgerlicher Mäzene konnte sich Kunst aus dieser früheren heteronomen Position befreien und autonomisieren. Und galt dann als autonom, obwohl sie jetzt natürlich abhängig war vom Kunstmarkt und von diesen Mäzenen. Das heißt, so ganz autonom war sie natürlich nicht. Aber sie hat sich selbst als autonom imaginiert. Ja, sie stellt sich selbst als autonom vor, nur ihren eigenen Gesetzen gehorchend. Das heißt der Autonomie. Und Kunst ist heute letztlich auch, das ist die dominante Vorstellung der bürgerlichen Kunstproduktion, immer autonom. Was aber von Anfang an mit der Erfindung der Autonomie von Kunst sofort mit ausgetestet wurde, war zugleich die Heteronomie von Kunst. Und zwar jetzt eine freiwillige, eine autonome Heteronomie, wenn man so will.
Denn von Anfang an beginnen Künstler, sich nun aus autonomen, freien Stücken in den Dienst einer Sache zu stellen. Das heißt, sie stehen nicht automatisch im Dienst einer Sache, also des Fürsten oder des Kardinals oder was auch immer, sondern sie können sich jetzt freiwillig in den Dienst einer Sache stellen. Und der erste Künstler, der erste relevante Künstler, der das im Moment einer politischen Revolution ausgetestet hat, war Jacques-Louis David, der einerseits Maler war, wie alle wissen, aber sich der Französischen Revolution angeschlossen hat, dem Jakobinerclub angeschlossen hat, Abgeordneter wurde und dabei nicht nur der Propagandist der Französischen Revolution wurde und alle möglichen Feste inszeniert hat und gemalt hat und so weiter, sondern der auch gleichzeitig Politiker geworden ist, als Abgeordneter, der das Todesurteil des Königs mit unterschrieben hat. Und da sehen wir zum ersten Mal, dass sich ein Künstler in den Dienst einer politischen Sache stellt. Danach hat er sich auch in den Dienst Napoleons gestellt. Aber in den Dienst einer politischen Sache zu stellen, ist eine Option für autonome Künstler und Künstlerinnen. Und da beginnt ein Prozess, der die autonome bürgerliche Kunst seit daher auf immer begleiten wird. Künstler und Künstlerinnen bleiben aktiv. Courbet beispielsweise, der realistische Maler, schließt sich der Pariser Kommune an, 1870, 71. Ich muss, glaube ich, nichts über russische Revolutionskunst erzählen. Die 20er und 30er Jahre waren geprägt von der ersten roten Welle. Es gibt ein schönes Buch mit dem wunderbaren Titel Dada Turns Red. Ja, die rote Welle in der Kunst. New York Dance League, Workers Dance League hat den wunderbaren Slogan erfunden, dass Tanz eine Waffe im revolutionären Klassenkampf wäre. Würde man heute vielleicht auch nicht mehr so formuliert, aber dennoch eine Politisierung des Tanzes. Und von da aus geht es dann weiter in den 50er, 60er, 70er Jahren. Post 68, der Feminismus, die feministische Bewegung, die in den in das Kunstfeld hineingeht. Gender-Ungerechtigkeiten beispielsweise, gibt genügend Beispiele dafür, thematisiert. Aber auch die Arbeitsbedingungen im Kunstfeld werden ja thematisiert, in den 70er Jahren insbesondere. Und dann kommen die 80er Jahre, die 90er Jahre und wir sehen, dass in dieser ganzen Zeit Künstler und Künstlerinnen immer politisch aktiv sind, bis heute, und dennoch nicht wirklich in ihrer Funktion als politische Akteure ernst genommen werden innerhalb des Kunstfelds oder innerhalb zumindest der maßgeblichen Fraktionen des Kunstfelds. Und weshalb ist das so? Das heißt, weshalb fristet politische Kunstproduktion im Kunstfeld so ein Schattendasein, obwohl sie doch die Kunstproduktion immer schon begleitet hat und immer schon Teil der Kunstgeschichte war? Und ich glaube, der wesentliche Grund dafür besteht in dem von uns für ganz selbstverständlich gehaltenen Wertekanon, der sich gleichsam in unseren Gehirnen festgefressen hat. Was gilt als qualitativ wertvolle Kunst? Und dann haben wir einen Kanon, den uns tagtäglich natürlich das Feuilleton reproduziert, an dem wir aber selber zu glauben beginnen. Dass nämlich ein gutes Kunstwerk ja, dann gut ist, wenn es besonders komplex ist, ja, wenn es in gewisser Weise uneindeutig bleibt, wenn immer ein gewisser letzter Abstand zwischen dem Werk und der Interpretation bestehen bleibt, wenn es also nicht vollständig ausdeutbar ist. Und das bedeutet, dass es nie natürlich seine Message gleichsam vorne wegtragen darf, sodass immer schon klar ist, was da überhaupt gemeint sein soll. Es muss sozusagen immer ein Rest des Uneindeutigen und des Unausdeutbaren ja, der Arbeit bleiben. Dann gilt das sozusagen als gute Kunst. Und da sieht man, dass das natürlich in Konflikt steht, und deswegen heißt es auch Conflictual Aesthetics, dieses Buch, in Konflikt steht mit dem, was politische Arbeit erfordert. Denn politische Arbeit erfordert ja gerade, dass ich klar mache, was meine Message ist, dass ich erkennbar werde als politischer Akteur, dass ich also in gewisser Weise Propaganda mache für eine bestimmte Sache
Und Propaganda heißt Simplifizierung, heißt Komplexitätsreduktion, nicht Komplexitätssteigerung, heißt Vereindeutigung, nicht Veruneindeutigung von etwas. Ja, wenn ich nicht weiß, wofür Propaganda gemacht wird, kann ich es mir gleich sparen. Und das ist in gewisser Weise die Logik der Politik, die querliegt zur Logik oder sagen wir zumindest zum Wertekanon des Kunstfeldes, wo andere Kriterien angelegt werden an künstlerische Praxis. Sobald also Künstler und Künstlerinnen wie David, von David angefangen bis heute, den Schritt aus der Kunst heraus in die Politik machen, sind sie gezwungen, ihre eigene Arbeit einer politischen Sache zu unterstellen. Das heißt, sie sind gezwungen, ihre eigene Autonomie aufzugeben. Das historisch ist der klassische Parteikünstler, dessen Gewissen der Parteilinie und dem, was das Politbüro sagt, untergeordnet wird und der sich praktisch nur als Werkzeug in den Händen einer politischen Partei sieht. Der Idealtypus, aber den gibt es natürlich nicht mehr so. Dennoch geben Künstler und Künstlerinnen ihre Autonomie zum Teil zumindest immer dort auf, wo sie sich in den Dienst einer Sache stellen, egal welcher Sache, ja. Occupy oder Extinction Rebellion oder was auch immer. Ja. Es ist sozusagen Arbeit im Dienste einer Sache. Und es gibt von 68 dieses berühmte Plakat von, ich habe es jetzt nicht dabei, Atelier Populaire, das sind die Studierenden der Académie des Beaux-Arts in Paris, die Druckwerkstatt übernommen haben und diese berühmten Plakate von 68 in Paris gedruckt haben. Und auf einem dieser Plakate, das hat den Titel L'art au service du peuple, also Kunst im Dienste des Volkes, und l'art, das sind die Buchstaben, in die Form eines Hammers gebracht. Ja, das ist also, das Volk hält sozusagen die Kunst als einen Hammer in der Hand. Ja. Au service du peuple. Im Dienste, also Kunst steht freiwillig im Dienste oder stellt sich in den Dienst einer Sache. Das führt eben zu dem, was wir hier sehen, nämlich Propaganda, nämlich Agitation als eine legitime Strategie politischer oder aktivistischer Kunst. Das ist Bill Talen, der in dieser Kunstfigur von Reverend Billy ist eine Kunstfigur, ist irgendwie so ein blondierter Elvis, der einen Südstaatenprediger imitiert. Und Bill Talen oder Reverend Billy, der übrigens auch für die Grüne Partei in New York fürs Bürgermeisteramt kandidiert hat, natürlich erfolglos. Bill Talen und die Church of Stop Shopping, eine Art Gospelchor, sind immer wieder aufgetreten bei öffentlichen Demonstrationen mit einem politischen Anliegen. Aber in diesem Fall am interessantesten mit der Idee des First Amendment, nicht der Idee, sondern dem First Amendment Song. Das ist auf Demonstrationen das Absingen als Gospelchor, das Absingen des ersten Zusatzartikels der amerikanischen Verfassung, also das First Amendment, der ja das Recht auf freie öffentliche Meinungsäußerung garantiert. Und was passiert, wenn jetzt Bill Talen und the Church of Stop Shopping im öffentlichen Raum bei Occupy beispielsweise den ersten Verfassungsartikel singen, ist, dass sie verhaftet werden. Also es heißt, sie werden verhaftet dafür, dass sie ihr Recht auf Demonstration demonstrieren. Und dadurch bringt Bill Talen oder Reverend Billy sozusagen die Macht in einen Selbstwiderspruch. Das heißt, sie entstellt das, was Demokratie angeblich ist, zur Kenntlichkeit. Ja. Nämlich die Tatsache, dass man sich zwar auf den ersten Verfassungszusatz berufen kann, aber nichts davon hat, wenn man öffentlich demonstriert und dennoch festgenommen wird. Und das Mittel ist die Agitation und die Propaganda. Und ich glaube, es ist wichtig, an dem Beispiel auch gleich mal klarzumachen, ich habe noch zwei weitere Beispiele, aber an dem Beispiel schon gleich mal klar zu machen, dass Propaganda erstmal nichts notwendigerweise Schlechtes ist. Es gibt von Jonas Dahl auf E-Flux einen relativ guten Text über Propaganda, den ich an dem Punkt empfehle. Nicht notwendig was Schlechtes, deshalb, weil wir Propaganda meistens mit Manipulation und Lüge verbinden. Aber historisch heißt Propaganda was anderes. Historisch wurde Propaganda, nämlich 1622,
vom Papst eingerichtet, nämlich als Sacra Congregatio de Propaganda Fide, ein Kardinalskomitee zur Verbreitung des Glaubens. Propaganda Fide heißt nichts anderes als Verbreitung des Glaubens. Und wie man sich denken kann, waren die nicht der Meinung, ja, im Unterschied zu Goebbels, nicht der Meinung, dass die Verbreitung des katholischen Glaubens etwas mit der Verbreitung von Lüge oder Manipulation zu tun hätte, sondern der katholische Glaube zeichnet sich ja dadurch aus, dass er der wahre Glaube ist. Ja. Das heißt, es geht um die Verbreitung von Wahrheit, ja, im ursprünglichen Sinn von Propaganda. Und genauso haben das noch die Kommunisten im 20. Jahrhundert verstanden. Und in der Sowjetunion wurde der Begriff Propaganda nicht benutzt für die Idee, dass Lügen verbreitet werden oder Menschen irgendwas hineinmanipuliert werden sollen, sondern er wurde genutzt natürlich im Sinne von, wir propagieren die Wahrheit, nämlich die historische Wahrheit, die vom Politbüro verbrieft ist, die aber als die Wahrheit ist, an die wir glauben, ja? Nicht irgendeine Lüge. Das heißt, Propaganda ist erstmal ursprünglich mit der Idee verbunden des Propagierens, das heißt des Ausweitens. Propagare heißt im politischen Sinn auch ursprünglich die Ausweitung eines Herrschaftsbereichs. Dafür wird es auch im Lateinischen verwendet. Also die Ausweitung von Hegemonie letztlich. Und das kann eben auch die Ausweitung von Wahrheit beinhalten. Und hier sehen wir das Teilen, so wie im Foucault'schen Sinne der Parisier, des Wahrsprechens der Macht gegenüber, den Instanzen der Macht gegenüber, nichts anderes tut, als die Wahrheit, ja, die eigentliche Wahrheit der Demokratie, ja, nämlich das Recht auf öffentliche, freie Meinungsäußerung, das Recht auf Demonstration, zu demonstrieren, auszusprechen. Also Propaganda ist, erster Hinweis, nicht notwendigerweise was Schlechtes. Und jetzt komme ich aber zum zweiten Punkt, zu dieser Frage der Simplifizierung, die ja auch immer auftaucht als Vorwurf gegenüber politischer Kunstpraxis. Sie würde die Dinge vereinfachen, versuchen auf einen Nenner zu bringen, über einen Kamm zu scheren oder was auch immer. Aber wahre, gute, große Kunst wäre ja komplex und wäre überhaupt nicht so eindeutig oder so vereinfachen. Und ich glaube, dass dieses Kunstfeldmissverständnis oder die spontane Ideologie des Kunstfelds, also das darauf bestehen, dass alles immer extrem komplex sein muss und nicht vereinfacht werden darf, dass diese Art von Komplexität eigentlich eine simplistische Komplexität ist, die da vorausgesetzt wird. Dass es eigentlich eine Pseudokomplexität ist oder eine Fake-Komplexität, die im Kunstfeld hochgehalten wird. Und zwar aus dem einfachen Grund, dass diese Komplexität auf nichts anderem basiert, also auf dem Prinzip der Wiedererkennbarkeit einer künstlerischen, früher hätte man gesagt Handschrift, heute sagt man Position, die Wiedererkennbarkeit, also das Labeling, ja, einer bestimmten künstlerischen Position, ist die tatsächliche Einfachheit, auf die eine eben Position oder künstlerische Arbeit in einer bestimmten Person reduziert wird, und zwar im Kunstfeld selbst. Und das, was hier scheinbar komplex ist, ist in Wahrheit einfach. Und diese künstlerischen Positionen sind nämlich auch nicht miteinander im Widerstreit. Selbst also es ist ja schon vorbei, früher haben sich irgendwie Avantgarde-Gruppen gegenseitig den Schädel eingeschlagen. Das würde heute auch niemand mehr tun. Die sind miteinander vereinbar und sie sind zumindest vereinbar über das allgemeine Äquivalent des Geldes. Das heißt, künstlerische Positionen sind austauschbar. Das ist nichts anderes tun Galerien, nichts anderes tun Sammler. Sie sammeln Dinge, die mögen vielleicht manche von uns als unvereinbar sehen, weil das eine ist irgendein Kitsch und irgendwie ein Goldbild für Oligarchen und das andere ist vielleicht, finden wir vielleicht gut, ja. Und, aber aus der Perspektive des Kunstmarkts, aus der Perspektive des Sammlers, sind sie austauschbar, ja. Das heißt, es gibt nichts, was wirklich miteinander unvereinbar wäre. Und diese Komplexität, die uns vorgegaukelt wird, ist tatsächlich gar keine Komplexität, sondern ist tatsächlich viel simplistischer, als wir glauben. Nämlich vermittelbar über das allgemeine Äquivalent des Geldes. Im Unterschied zu tatsächlichen Positionen in der Politik. Denn in der Politik bedeutet, eine Position zu beziehen, eine Unvereinbarkeit zu konstruieren. Indem ich eine Position beziehe, wende ich mich gegen eine andere Position und sage,
hier verläuft eine Trennungslinie, wir sind nicht in Übereinstimmung zu bringen. Eine politische Position ist im Konflikt mit anderen Positionen. Das ist eben diese wesentliche Bedingung des Konflikts, die Konflikt für eben Politik per se spielt. Ja, ich kann keine Politik ohne Konflikt haben, weil dann ist es nicht Politik, dann ist es Verwaltung, dann ist es Technokratie, was auch immer, dann ist es der Markt. Und eine gute Illustration, aber gleichzeitig mehr als eine Illustration, weil es unser aufgespeichertes Körperwissen unserer eigenen politischen und sozialen und identitären Positionen abruft, ist diese Arbeit von Public Movement mit dem Titel Positions, nämlich im Plural, Positions, die, glaube ich, illustriert, dass die wahre Komplexität der Politik woanders liegt. Dass also das, was uns als simpel erscheint, in Wahrheit komplex ist. Dass es also eine Art von komplexe Simplizität ist, die die Politik auszeichnet. In vielfach erprobten Performances spannen Public Movement über einen öffentlichen Platz einfach so eine Zeil oder was auch immer. Die Audience stellt sich auf und es werden einfach binäre Entscheidungsoptionen in den Raum geworfen. Links, rechts, Mann, Frau, Israel, Palästina und so weiter. Und man muss sich je nachdem, wo man sich einsortiert, auf die eine oder andere Seite von diesem Band stellen. Und was da klar wird, das ist total simpel, ja, aber was da klar wird, ist, dass wir eben nicht mit uns identisch sind. Dass wir alle unterschiedliche Positionen haben und dass diese Positionen miteinander konfligieren, also nicht in Übereinstimmung zu bringen. Zum Beispiel beim Ausrufen von links-rechts stellen sich in vielen Fällen die meisten wahrscheinlich auf die linke Seite des Bandes. Wenn als nächstes aber ausgerufen wird Israel-Palestine, sieht man, dass sich die Linke spaltet in einen Israel-freundlichen und einen Palästina-freundlichen Teil. Und das macht plötzlich klar, dass die Linke nicht mit sich selbst identisch ist. Dass also unsere politische Position in Wirklichkeit vielleicht auf einem Missverständnis beruht, wir eigentlich miteinander verfeindet sind. Und so könnte man das dann weiter, also das heißt, es geht, das, was Public Movement hier demonstrieren, ist eine permanente Aufteilung. Sie demonstrieren eigentlich die Tatsache, dass der politische Raum vielfach durchfurcht wird von Antagonismen, von miteinander nicht versöhnbaren Konflikten und dass jeder von uns sogar von diesen Konflikten durchzogen wird und wir uns eigentlich permanent selber aufteilen müssten zwischen den unterschiedlichen Optionen, die wir haben. Das ist tatsächliche Komplexität und nicht Scheinkomplexität, weil es nämlich unsere Positionen mit ihrer eigenen Unvereinbarkeit konfrontiert. Und ich möchte ein drittes Beispiel, und damit schließe ich schon ab, bringen. Also mit dem ersten Beispiel wollte ich demonstrieren, dass die Konfrontation, das Aussprechen der Wahrheit, das Propagieren durchaus nicht nur ein legitimes Mittel von politischer Kunstpraxis ist, sondern die Simplifizierung, die damit verbunden ist, durchaus legitim ist. Mit dem zweiten wollte ich demonstrieren, dass diese Simplizität selber komplex ist, dass es also nicht einfach nur eine Konfliktlinie gibt, außer vielleicht in Fällen von Bürgerkrieg oder sowas, aber ansonsten gibt es im Normalfall einfach wahnsinnig viele Konflikte, die den sozialen Raum durchziehen und die uns selbst alle durchziehen. Und mit dem dritten Fall möchte ich illustrieren, dass diese Konflikte sich bewegen, dass sie also nicht stillstehen, dass sie shiften, und das macht, gerade in der politischen Auseinandersetzung, das macht die Sache noch viel komplexer, als sie ohnehin schon ist. Nämlich möchte ich es an diesem Beispiel von Gansir, einem ägyptischen Street-Art-Künstler, Graffiti-Künstler, der insbesondere, also der gerade durch zur Zeit der Arabellion in Kairo bekannt geworden ist, illustrieren. Und was Gansir dort 2011 gemacht hat, hat er selber als Counter-Propaganda bezeichnet. Er hat natürlich zunächst mal Propaganda gegen das Militärregime gemacht und hat das unter anderem mit, indem er einfach auch so einen Militärpanzer gesprayt hat, versucht, unter anderem neben vielen anderen Graffiti-Kunstwerken,
Und seine ursprüngliche Motivation war es einfach, irgendeine Art von Markierung in dem Areal zu lassen im Sinne von Counterpropaganda. Und er sagt, dass es sehr bald aber sich herausstellte, dass diese Markierung zu einem Moving Target, ja, zu einem sich immer weiter bewegenden Ziel wurde, wie in diesem ursprünglichen, wie sich dieses ursprüngliche Graffiti, also ein Tanker, ein Tank, also ein Panzer, der einem einsamen Radfahrer gegenübersteht, das ist das ursprüngliche Graffiti, wie sich das mit der Verschiebung der Konfliktlinien selbst immer wieder verschoben hat. Und ich zitiere einfach abschließend die Beschreibung von Garcia selber, der sagt: "A few months after I painted it, protesters were attacked by the military in front of the television center. So another artist updated my work by drawing a lot of demonstrators in front of the tank, some of them being run over by it. Once again, other people came and painted over everything except the tank itself, which now stood completely alone. They wrote something next to it along the lines of the people and the army hand in hand, thus turning it into a pro-military work. Shortly after that, some other artists came along and painted a big military monster eating people right next to the tank. So it switched back to being an anti-military piece again." Also ich glaube, was das illustriert ist, dass diese Antagonismen, diese Konflikte eben auch nicht fixiert sind und sich auch nicht an einzelnen Arbeiten fixieren lassen, sondern einzelne Arbeiten selbst auch wiederum durch politische Konflikte überkodiert sind und permanent überkodiert, man könnte jetzt auch sagen, reinterpretiert werden, ja sogar manipuliert werden. Also selbst wenn wir von einzelnen Arbeiten ausgehen wollen, stellen wir fest, dass sie nicht außerhalb von Konfliktlinien sind, dass sie auch gar nicht mal so sehr auf einer Seite für immer bleiben, sondern die Seiten shiften und die shiften nicht mit der Arbeit, sondern die shiften anhand der Arbeit, über die Arbeit hin drüber und hindurch. Ja. Das macht meiner Ansicht nach die wahre Komplexität politischer Kunstpraxis aus, und das habe ich versucht eben auch in dem Buch in gewisser Weise theoretisch und anhand einiger Beispiele nachzuvollziehen. Dankeschön. Vielen Dank für diesen Einblick, der tatsächlich sehr vieles streift, was uns im Buch in verschiedenen Texten begegnen wird. Martin Krenn hat das Buch gelesen und respondiert jetzt. Ja, vielen Dank für die Einladung und guten Abend. Ich freue mich sehr, heute über das Buch sprechen zu können. Immer dann, wenn ein Buch einen neuen Begriff in den Diskurs einführen möchte, stellt sich natürlich zuallererst einmal die Frage, ob überhaupt ein solcher neuer Begriff benötigt wird. Im Kunstdiskurs gibt es ja bekanntlich eine Flut von Bezeichnungen und Theorien, welche die politische Kunst seit Mitte der 1990er Jahre begleiten. Man denke an New Genre Public Art von Susan Lacy, Relationale Ästhetik hat Oliver genannt, von Nicolas Boreau, Socially Cooperative Art von Tom Finkelpearl 2001, dann in den 2000er Jahren Dialogical Aesthetics von Grant Caster, Participatory Art von Claire Bishop, Susanna Ilanska und anderen Theoretikerinnen geprägt, Social Works von Shannon Jackson, Art Util von Tania Bulgera, bis hin zu Social Anarchist Aesthetics von Nila Schleuning. Das heißt also, es gibt eine Menge aneinander, miteinander konkurrierenden Begriffsschöpfungen. Und das führte neben spannenden Debatten aber auch natürlich zu einer gewissen Unübersichtlichkeit im Diskurs und zur unscharfen Verwendung des Begriffs politische Kunst. Warum also einen weiteren neuen Begriff dazu erfinden? Nun, ich halte Conflictual Aesthetics deshalb für einen wichtigen neuen Begriff, da er einen wesentlichen und bisher vernachlässigten Aspekt in der politischen Kunst in den Vordergrund rückt, nämlich, und das hat Oliver ja schon sehr gut jetzt auch da veranschaulicht, welche Bedeutung dem Antagonismus in ihr zukommt. Oliver Machert entwickelt aus diesem Ansatz heraus Kriterien für politische Kunst, und diese Kriterien, auf welche ich am Ende noch genauer eingehen werde, lauten: Kollektivität, Organisation und Strategie. Und erst wenn diese Kriterien erfüllt werden, kann von Conflictual Aesthetics im Sinne von Oliver Machert gesprochen werden.
Natürlich kann ich heute nicht auf jeden Aspekt des Buches eingehen, aber da es jetzt noch nicht genannt worden ist, kann ich das auch noch mal so ein paar diese Titel nennen, die in dem Buch vorkommen. Also die Aufsatzsammlung erstreckt sich über sehr unterschiedliche Themenbereiche, von Being Agitated, Agitated Being, über Counterpublics and the Theatricality of Acting, Dancing Politics, Art Space and the Public Spheres, sowie the curatorial function, the globalization of art and the biennials of resistance bis hin zum Postscript und Pre-Enactments. Ich werde versuchen, mich deshalb auf die, wenn man so will, Essenz oder Grundlage des Buches zu beziehen. Ja, und das hat eigentlich auch der Oliver schon vorher gemacht, aber ich hoffe, dass da vielleicht noch andere Facetten jetzt für Sie auch interessant sind. Wobei eine Sache dann nicht so explizit von dir ausgesprochen worden ist, nämlich die Grundlage, zumindest aus meiner Sicht, alle der Aufsätze in diesem Buch bildet Machers Denken der politischen Differenz. Seine Konzeption von Conflictual Aesthetics lässt sich ohne das Denken dieser Differenz nicht verstehen. Es ist auch sehr deutlich viel da herausgekommen, wie du das beschrieben hast, auch anhand der Beispiele. Olivers Studien dazu finden sich umfangreich in seinen 2010 und 2013 im Surkamp Verlag erschienenen Büchern. Das eine trägt auch den Titel Die politische Differenz und das unmögliche Objekt. Und da eröffnet er über eine Vielzahl von Querbezügen, vor allem zu poststrukturalistischen und postmarxistischen Autorinnen, ein breites Diskussionsfeld über die Bedeutung von der politischen Differenz in der poststrukturalistischen und postmarxistischen Theorie in Bezug auf das Soziale und die Gesellschaft. Die Gesellschaft, welche Macher übrigens im postfundamentalistischen Sinne als unmögliches Objekt bestimmt, das ist aber jetzt nur eine Randbemerkung, weil das würde schon wieder ein weiteres Feld aufmachen. Das Ziel ist es herauszuarbeiten, Zitat vom Oliver, die gesellschaftstheoretischen Voraussetzungen für die These von einer an Heideggers ontisch-ontologischer Differenz orientierten politischen Differenz, wie sie viele aktuelle Theorien des Politischen bestimmt, diese herauszuarbeiten. Macher beschreibt Heideggers Position folgendermaßen, Zitat, Heidegger zog eine ontisch-ontologische Differenz zwischen der Ebene des Seienden, also des Objekts, des Gegenstands, der Wissenschaft, Technik etc. und jener des Seins ein. Zitat Ende. Es handelt sich also um eine Differenz zwischen dem ontischen Bereich des Seins und dem ontologischen des Seins dieses Seins. Anders gesagt, die ontisch-ontologische Differenz markiert den Unterschied zwischen dem Verständnishorizont und dem begegnenden Sein. Wie lässt sich diese Differenz aber nun auf die Politik und das Politische übertragen? Und Chantal Mouffe schreibt dazu 2013, Zitat, By the political I refer to the ontological dimension of antagonism and by politics I mean the ensemble of practices and institutions whose aim is to organize human coexistence. These practices, however, always operate within a terrain of conflictuality informed by the political. Die politische Differenz unterscheidet also, vereinfacht gesagt, als eine Form, das hast du eh auch schon gesagt vorhin, als eine Form von Verwaltung, also die Politik als eine Form von Verwaltung von dem Politischen, das jenseits des tagespolitischen Handelns liegt. Das Denken der politischen Differenz adressiert grundsätzlich politische Spannungslagen, die sich dem profanen politischen Entscheidens und pragmatischen Regierens entziehen. Wie schon gesagt, das Politische gründet nach Oliver Macher dem Antagonismus, so wie der Begriff von Ernesto Laclau und Chantal Mouffe in Hegemonian Socialist Strategy von 1985 entwickelt worden ist. Im ersten Kapitel Being Agitated, Agitated Being schreibt Oliver, dass Antagonismus im ontologischen Sinn auf die Bedingung der Möglichkeit alles politischen Handelns verweist. Antagonismus kann in diesem Sinn nicht nur als ein Ergebnis politischen Handelns verstanden werden. Zitat, as political actors, we do not produce out of pure will a conflictual situation. We are produced by a conflictual situation, by the emergence that is of antagonism. This is precisely the moment when a public sphere opens up and is carved out of the routine practices of social institutions. Zitat Ende.
Oliver Machert baut seinen Begriff der Conflictual Aesthetics, der ein Begriff für politische Kunst ist, das ist jetzt mittlerweile, glaube ich, ganz klar geworden, schon auf den Begriff eben des Antagonismus auf. Conflictual Aesthetics wird hierbei von ihm in Bezug, aber auch in Abgrenzung zu Chantal Mouffes Überlegungen zu politischer Kunst definiert. Der Bezug ist, wie bereits gesagt, der Antagonismus. Machert grenzt sich aber von Chantal Mouffes Konzept des Agonismus ab und kritisiert ihre Ansicht, dass es keinen Sinn mache, zwischen politischer und unpolitischer Kunst zu unterscheiden. Und vielleicht jetzt mal auch sein Gedankengang dahinter. Also Chantal Mouffes Gedankengang ist, nicht nur die Kunst hat eine politische Dimension, sondern auch das Politische eine ästhetische Dimension. Aus hegemonietheoretischer Sicht würden alle Formen von künstlerischer Praxis entweder eine Rolle bei der Konstitution und Aufrechterhaltung eines bestimmten symbolischen Ordnung spielen oder auch diese herausfordern. Somit hat Kunst immer eine politische Dimension. Aber auch das Politische hat eine ästhetische Dimension, da ist die symbolische Ordnung der sozialen Beziehungen bestimmt. Das führt sie zum Schluss, dass es nicht sinnvoll wäre, zwischen politischer und unpolitischer Kunst zu unterscheiden. Sie sagt dazu, zwischen kritischer und unkritischer Kunst zu unterscheiden. Das Argument ist natürlich nachvollziehbar. So gesehen ist Kunst immer politisch. Man denkt auch an Walter Benjamin, der das auch in der Autor als Produzent dargelegt hat. Auf der anderen Seite aber gibt es nun mal den Begriff politische Kunst. Und er ist ein fixer Bestandteil des Diskurses im Kunstbetrieb geworden. Und meines Erachtens sollen auch künstlerische Projekte, Werke, die sich politisch positionieren, auch als politische Kunst bezeichnet werden und von einer Kunst, die ihre ästhetische Autonomie daraus bezieht, dass sie sich so weit wie möglich aus dem Politischen und aus der Politik heraushält, unterschieden werden. Auch wenn wir in den letzten Jahren eine Konjunktur politischer Kunst beobachten können, was den ein oder anderen Etikettenschwindel mit sich bringt, macht es Sinn, an dem Begriff festzuhalten, beziehungsweise politische Kunst zu repolitisieren. Das Politische der sozialen Kunst oder der aktivistischen Kunst zählt etwa darin, dass sie über eine politische Stellungnahme hinausgeht. Im besten Falle produziert engagierte soziale und aktivistische Kunst einen experimentellen Aushandlungsraum und interveniert dadurch in politische Verhältnisse. Das wäre sozusagen im Gegensatz zu denken zu einer illustrativen politischen Kunst. Also man denkt an Zeichnungen, Gemälde, Dokumentationen, Videoinstallationen oder Performances, welche politische Inhalte lediglich symbolisch oder allegorisch behandeln. Dagegen stellt sich soziale und aktivistische Kunst stellt nicht nur einfach politische Ereignisse dar, sondern sie will durch ihre Praxis aktiv eine Veränderung erwirken. Auch Oliver kritisiert Mouffes Position und sein Argument lautet, der Nachteil der Behauptung, dass es nicht sinnvoll wäre, zwischen politischer und unpolitischer Kunst zu unterscheiden, wäre, dass dadurch jene Funktionäre, sozusagen dein Begriff, jene Funktionäre des Kunstfeldes bestärkt werden würden, die politischen Inhalte und politisches Engagement der Kunst an sich abzulehnen. Das ist ja vorher auch sehr deutlich schon geworden, dieses Argument. Denn wenn Kunst immer politischer Natur wäre, dann bräuchte es keine explizit politische Kunst mehr. Aber Oliver setzt sich auch vom Mouffes Konzept des Agonismus ab. Es taugt nicht als Fundament für politische Kunst. Agonismus steht dafür, dass in der Demokratie im Gegensatz zu einer Freund-Feind-Beziehung eine Wir-Sie-Beziehung eingeführt werden soll, bei der die konfligierenden Parteien die Legitimität ihrer Opponenten anerkennen. Das bedeutet Agonismus. Olivers Argument ist, dass es im politischen Aktivismus nicht immer ratsam ist, die Position des Gegenübers als legitim zu akzeptieren. Also im Kampf für Befreiung Demokratie und Demokratisierung Demokratie müssen zum Beispiel antidemokratische Positionen bekämpft werden. Oder im Spiel des politischen Aktivismus muss deshalb Antagonismus die entscheidende Rolle spielen. Nicht jeder Gegner kann als ein legitimer Gegner gelten. Einige Spieler müssen aus dem Spiel des agonistischen Pluralismus herausgenommen werden, da sie sich, so möchte ich ergänzen, ganz einfach nicht an die Spielregeln halten. Umgekehrt gibt es auch keinen Grund, warum Aktivisten agonistischen Respekt gegenüber beispielsweise rassistischen oder antisemitischen Populisten, die ihrerseits niemanden respektieren, bezeugen sollten.
Oliver führt hinzu, dass das politische Spiel, und das ist jetzt wirklich ganz deutlich noch einmal von dir erklärt worden, dass das politische Spiel zwar komplex wäre, aber eben nicht im Sinne einer banalen Pseudokomplexität. Es ist komplex, weil wir konfrontiert werden mit Widersprüchen und vielleicht sich gegenseitig ausschließenden Entscheidungen, zwischen welchen wir navigieren müssen. Das bedeutet aber nicht, dass in bestimmten Fällen und Situationen nicht doch eindeutige Positionen eingenommen werden können und sollen. Und Conflictual Aesthetic wird als eine Ästhetik, die im doppelten Sinne ist, doppelten Sinne konflikthaft ist, definiert. Erstens widerspricht sie der Ideologie des spontanen, widerspricht sie der Ästhetik der spontanen Ideologie des Kunstfeldes, und zweitens steht sie für die politischen Implikationen einer konfliktreichen künstlerischen Praxis. Conflictual Aesthetics ist in diesem doppelten Sinne sowohl eine Ästhetik, die sich den dominanten Vorstellungen von Ästhetik widersetzt, als auch eine Ästhetik des Konflikts. Was meint der Autor mit spontaner Ideologie des Kunstfeldes? Das hast du ja auch schon, du verstehst mich darunter, diese pseudopolitische und pseudokonfliktreiche Haltung, die eben auf einer Ästhetik der simplen Komplexität fußt. Und das ist natürlich auch eine gewisse Polemik, von einer simplen Komplexität zu sprechen. Aber ich glaube, das ist wirklich schon sehr deutlich von dir vorhin herausgearbeitet worden, was du damit meinst. Vielleicht ein Aspekt noch, wenn Unverständlichkeit und Komplexität reflexartig als Beurteilungskriterium von Kunst herhalten muss, dann hat politische und sozial engagierte Kunst keine Chance mehr. Sie muss bis zu einem gewissen Grade pragmatisch sein und fallverständlich, wenn sie Menschen außerhalb des Kunstfeldes erreichen möchte und ansprechen möchte und auch konkrete Handlungen zur Veränderung der Gesellschaft setzen will. Jetzt muss vielleicht aber doch noch ergänzt werden, dass diese Funktionäre des Kunstfeldes, wie Oliver sie nennt, einem doch sehr komplexen, vielschichtigen Ästhetikdiskurs entspringen, der von einer gewissen Unverständlichkeit, der Negation des Sagbaren und der Rätselhaftigkeit der Kunst ausgeht. Kunstwerke sollen nicht eindeutig bestimmbar und erklärbar sein. Das zeigt sich ja auch im Ästhetikdiskurs, der in Abgrenzung von Adorno im deutschsprachigen Raum in den letzten 4 Jahrzehnten geführt wurde und bis heute andauert. Ich möchte nur ein bisschen noch auf diesen Diskurs eingehen, bevor ich meine Respondenz beschließe, weil ich das schon noch für einen wichtigen Aspekt, halte. Also dieser Diskurs widersetzt sich Adornos universalistischer und auf das Werk beschränkten ästhetischen Theorie. Laut Harry Lehmann entstand in den 70er Jahren ein autonomer Erfahrungsdiskurs, der sich über mehrere Phasen bis in die Gegenwart erstreckt. Für Adorno waren Kunstwerke, also Zitat, Kunstwerke, die Statthalter, der nicht länger vom Tausch verunstalteten Dinge, des nicht durch den Profit und das falsche Bedürfnis der entwürdigten Menschheit zugerichtet wurde. Zitat Ende. Das gelungene Kunstwerk war für ihn ein Statthalter der befreiten Menschheit. Die durch das Kunstwerk gemachte ästhetische Erfahrung ermöglicht es, am Vorschein von Versöhnung zu partizipieren. So sagt sehr vereinfachte Beschreibung. In den 1970er Jahren opponieren dann Autoren wie Rüdiger Bubner und Hans-Robert Jauss gegen diesen Ästhetikbegriff, indem sie einen Rückgriff auf die kantische Ästhetik vornehmen. Das Schöne liegt nicht mehr in der Welt oder den Objekten, sondern im Subjekt selbst. Dieser Blickwechsel, gelöst vom Werk auf den Rezipienten gerichtet, grenzt die ästhetische Erfahrung von Adorno ab. Buber kritisierte, dass Adorno eine Kunstphilosophie einer heteronemen Ästhetik vertreten habe, die, Zitat, von Anfang an einer Fremdbestimmung durch einen Vorbegriff von Philosophie, von deren Aufgabenstellung und Terminologie unterwerfen würde. Hans-Robert Jauss verlangte ebenfalls in Abgrenzung zu Adorno, dass das genießende Verhalten, das Kunst auslöst und ermöglicht, wieder ein Gegenstand theoretischer Reflexion werden sollte. Also Adorno hat sich ganz stark gegen das genießerische Verhalten, genießende Verhalten ausgesprochen. Ich werde jetzt das noch etwas kürzen hier. Einen anderen Ansatz im autonomen Erfahrungsdiskurs wählt Martin Seel. Er tritt für eine selbstreflexiv gewordene lebensweltliche Erfahrung, sprich eine Erfahrungserfahrung, ein. Zitat Seel: Ästhetisch machen wir Erfahrungen mit Erfahrungen. Gelungen ist ein ästhetischer Gegenstand dann,
wenn er eine lebensweltliche Erfahrung erfahrbar oder eine lebensweltliche Sichtweise sichtbar macht. In seiner im Jahre 2000 erschienenen Ästhetik des Erscheinens entwickelt er seine Kunsttheorie als Erscheinungstheorie weiter. Ziel ist es, alle Arten von Kunstwerken und Praxen, unabhängig von ihrer Entstehungszeit und Kunststil, ihrer materiellen Beschaffenheit und ihres Gehalts, in eine ästhetische Theorie zu integrieren. Prädikate wie Schönheit oder Erhabenheit spielen in Seelsästhetik allerdings keine Rolle mehr. Und wie verhält sich nun seine Ästhetik des Erscheinens zur konzeptionellen Kunst, die sich im Grunde ja aus einer Verweigerungshaltung gegenüber der Ästhetik heraus konstituiert hat? Es ist ja auch kein Zufall, dass Oliver das Happening als einen Hauptbezugspunkt zur konfliktuellen Ästhetik setzt, dazu noch später. Die konzeptionelle Kunst von Duchamp über Kaprow bis in die Gegenwart bricht mit traditioneller Ästhetik und bekämpft die Gleichsetzung von Kunst mit Ästhetik. Und Seels Rettungsversuch der Ästhetik als Bedingung für Kunst, die alle Sparten einschließt, ist nur eine doppelte. Als Beispiel nimmt er die Readymades. Also Duchamps Advance of the Broken Arm interpretiert er als reine Verweigerung, während er etwas Duchamps Fountain noch als minimal ästhetisch empfindet. Das Erstere in Advance of the Broken Arm ist, Zitat Martin Seel, eine kreuznormale Schneeschaufel, aufgehängt an der Decke des als Ausstellungsraum dienenden Ateliers. Die durch die Inszenierung des Objekts hervorgerufene und enttäuschte Erwartung eines besonderen Erscheinens macht den Witz jenes frühen Readyments verständlich. Zitat. Seel versucht in Folge über die Negation, die von Duchamp ohne jeglichen ästhetischen Anspruch aufgehängte Schneeschaufel doch noch in eine Ästhetik des Erscheinens zu integrieren. Das Argument lautet, die Verweigerung Duchamps, das Objekt ästhetisch erscheinen zu lassen, wäre nur allein auf der Ebene des artistischen Erscheinens möglich. Auf diese Weise glaubt Martin Seel, das ästhetische Erscheinen als ein Wesensmerkmal der Kunst gerettet zu haben. Kunstwerke sind nach Martin Seel Objekte, die in ihrem performativen Kalkül verstanden werden wollen. Im Gegensatz können zwar auch Alltagsobjekte zu ästhetischen Objekten der Kontemplation werden, allerdings handelt es sich hierbei um Objekte, bei welchen es nichts zu verstehen gibt. Seel macht es an dem Alltagsgegenstand Ball deutlich. Zitat. Ich verstehe diesen Ball nicht, geäußert im Zuge einer verweilenden Betrachtung, wäre eine ziemlich seltsame Aussage. Im Gegensatz dazu wären Readymades-Objekte, die eine, Zitat, imaginative Präsenz zum Erscheinen und zum Verschwinden, Zitat Ende, bringen. Es sind, also Zitat, es sind zwischen Kunst und Nichtkunst changierende Objekte, sie sehen wie banale Gegenstände aus und sind doch so inszeniert, dass sie ein anderes Erscheinen gewinnen als diese. Sie entschließt daraus, dass es auch bei Readymades die Möglichkeit gäbe, dass kleinste Details als Erscheinungen in den Blick kommen könnten, wenn man erst einmal die Aufmerksamkeit auf sie fokussiert. Konzeptkunst wird in diesem minimalen Sinne auch als eine sinnliche Erscheinungskunst von Seel ausgewiesen. Die Frage stellt sich allerdings, warum sollte man ein Readymade überhaupt in einen ästhetischen Zusammenhang stellen? Immerhin liegt die Idee und Stärke der Readymades darin, unbedeutende Alltagsobjekte zu sein, welche vom Künstler möglichst ohne ästhetische Vorurteile ausgewählt wurden. Also nicht einmal der Akt des Auslegens wird als ein ästhetischer Vorgang verstanden. Meiner Ansicht nach ist das Readymade nicht Kunst, weil es irgendwie auch ästhetisch ist, sondern eigentlich, weil es antagonistisch ist. Also seinen Kunststatus durch eine Abgrenzung von der Ästhetik oder etwas dramatischer formuliert, einer Feindschaft gegenüber dem Ästhetischsein bezieht. Die Verweigerung des Ästhetischen in der Konzeptkunst entspricht somit vielmehr einer konfliktuellen Ästhetik. Wie kann aber eine Kunst, etwa konzeptionelle Kunst, welche Ästhetik verweigert, überhaupt konfliktuell ästhetisch sein? Also die Antwort ist uns ja auch noch ein bisschen schuldig geblieben. Ich werde einen Versuch noch machen, eben eigentlich auf dich mich beziehen. Also im Schlusskapitel Time Loops, a Postscript und Reenactments werden von Oliver Macher als ein Beispiel Kaprows Happenings angeführt und in Bezug auf John Lewis' Theorie Art as Experience 1934 in den USA erschienenes gesetzt. Seit 1958 wurden mehr als 250 von Alan Kaprows Happenings realisiert. Die Idee dieser Mitmachkunst war es, die ästhetischen Qualitäten alltäglicher Aktivitäten offenzulegen. Das geht vom Zähneputzen
bis zum Fegen einer Bühne. Ellen Kappoff hat bereits in jungen Jahren John Deweys Artist Experience gelesen und war von dessen Kunstphilosophie inspiriert. Denn es war Dewey, der als einer der ersten Philosophen die ästhetische Dimension der Alltagserfahrung in den Diskurs eingeführt hat. Oliver Macher zitiert schließlich eine Liste alltäglicher Beispiele, die Dewey als Möglichkeiten für ästhetische Erfahrung anführt. Dazu zählen, Zitat, Essen, Schach spielen, Gespräche führen, ein Buch schreiben oder an einer politischen Kampagne teilnehmen. Das war auch schon für Dewey in den 30er Jahren eine Form von ästhetischer Erfahrung. Im Gegensatz zu Martin Seel, der das Erscheinen von Alltagsgegenständen und Situationen ästhetisch zu erfassen versucht, definierte Dewey bereits in den 1930er Jahren das Machen, das Tun und sogar das politische Engagement als ästhetische Erfahrung. Denkt man Deweys Ansatz weiter, dann führen auch politische Happenings, Performances und politischer Aktivismus zu einer ästhetischen Erfahrung und im Sinne Oliver Machertz zu einer konfliktuell ästhetischen Erfahrung. Wie ich bereits am Anfang meiner Respondenz gesagt habe, führt Oliver auch Kriterien ein, um konfliktuelle Ästhetik zu definieren. Und die finde ich ganz wichtig. Es handelt sich um die Kriterien von minimaler Politik. Minimale Politik wird von Oliver bereits in die politische Differenz und vorher schon in der indischen Veröffentlichung 2010 sowohl als Weiterführung von als auch in Abgrenzung zu dem Begriff der Mikropolitik von Gilles Deleuze und Félix Guattari definiert. Im Gegensatz zur Mikropolitik, welche Minorität und individuelle Taktik politisch fasst, definiert Machert minimale Politik als eine Form des Politischen, welche die Kriterien der Organisation, des Majoritärwerdens, der Strategie und der Kollektivität erfüllt. Im letzten Kapitel des Buches Time Loops, a Postscript on Pre-Enactment zeigt uns Oliver Macher anhand von Pre-Enactments, wie politische Kunst in der Praxis aussehen kann. In Bezug auf die im Kunstbetrieb weit verbreiteten Artistic Re-Enactments, am bekanntesten ist hier wohl Jeremy Dallas' Battle of Orgreave, definiert Oliver Machert das Pre-Enactment als einen Ausdruck für die künstlerische Vorwegnahme von einem politischen Ereignis. Aber dieses politische Ereignis kann nicht einfach aus bekannten zeitgenössischen Tendenzen extrapoliert werden. So ist nicht viel Fantasie erforderlich, eine Dystopie zu entwickeln, welche die gegenwärtigen Ansichten und Ängste über die Zukunft widerspiegelt. Vielmehr soll es sich bei dem Enactment des Ereignisses um ein Ereignis handeln, das bereits den Konflikt wesenshaft in sich trägt. Der zukünftige Ausbruch eines Konflikts wird als Pre-Enactment vorinszeniert. Daraus folgt, dass, Zitat, Artistic Pre-Enactments of a political event to come must mimic not the event or the antagonism as such, but the structural conditions of minimal politics and, above all, conflictuality. Mit diesem Ausblick darauf, dass politische Kunst mehr als nur ein Kommentar zu einer politischen Situation sein kann, sondern ein Pre-Enactment einer politischen Situation, die bereits in der Gegenwart vorhanden ist, aber noch nicht zum Vorschein gekommen ist, möchte ich nun enden. Olivers Buch zeigt uns, wie das Denken der politischen Differenz für die politische Kunst ergiebig gemacht werden kann. Anhand von unterschiedlichen Beispielen werden Möglichkeiten der aktuellen politischen Kunst ausgelotet. Und wie Sie wissen, hat politische Kunst heute Konjunktur, allerdings leidet sie auch unter einer Vereinnahmung des über weite Strecken neoliberal geprägten Kunstbetriebes. Das Buch stellt somit einen notwendigen und kompromisslosen Beitrag zur Repolitisierung politischer Kunst dar. Vielen Dank, Martin. Möchtest du auf die Reaktion gleich reagieren? Also vielleicht, ich möchte mich zunächst mal vor allem bedanken, also für die ausgearbeitete Reaktion, das ausgearbeitete Respondenz. Das hat ja auch sicher viel Zeit gekostet. Vielen Dank dafür. Soll ich vielleicht darf ich zwei Sachen vielleicht als Absolut, in aller Kürze? Ja. Also tatsächlich, ich finde diesen Exkurs zur Erfahrungsästhetik der letzten Jahrzehnte sehr interessant, weil in gewisser Weise das, was ich vorlege, ja auch eine Art Erfahrungsästhetik ist, halt eine Erfahrung des Politischen. Ja,
Erfahrung des Antagonismus oder der Erfahrungen auch, die man macht, wenn man sich in einen Konflikt begibt. Und das stimmt absolut. Es ist halt eben nicht die Erfahrung, die an einem bestimmten künstlerischen Objekt hängt, sondern es ist eben die Erfahrung der konfliktiven Situation selbst. Und die ist eben auch eine Erfahrung, die unterschiedliche Dimensionen hat. Die wichtigste Dimension davon wird von Hannah Arendt in diesem wunderbaren Satz, glaube ich, ausgedrückt, Acting is fun. Also es hat eben auch einen Moment von Spaß, wenn man gemeinsam mit anderen sich demonstriert oder sich festnehmen lässt von der Polizei. So katastrophal und beängstigend das scheint, das gemeinsame Handeln hat trotzdem einen Moment des Fun, ja, oder des Spaßes. Also der Konflikt ist nichts, wollte ich damit nur sagen, ne? Also der Konflikt ist nichts, was jetzt so ein düsteres Bild, ja, von Gesellschaft zeichnen soll. Es geht mir überhaupt nicht darum zu sagen, wenn wir jetzt sagen, Gesellschaft wird jetzt von Konflikten durchzogen, dann heißt das nicht, mein Gott, wie fürchterlich ist alles. Sondern das ist so. Ja? Also erstmal realistische Einschätzung. Und zweiter Punkt, die Bearbeitung dieser Konflikte kann durchaus auch eine freudige Erfahrung sein. Und muss eben nicht nur eine deprimierende Erfahrung sein. Also das war so ein wichtiger Punkt, den ich noch machen wollte. Und der zweite Punkt, zu Pre-Enactment und Happening, wollte ich einfach nochmal sagen, dass es eben dieses Pre-Enactment, ich versuche in diesem Schluss diese Time Loops, diese Zeitschleifen zu beschreiben, in der Kunst Politik vorwegnimmt, aber sich selber wiederum auf etwas bezieht, das vielleicht schon Kunst vorweggenommen hat in der Politik. Also das ist auch so eine Schleife. Also politische Aktionen können auch künstlerische Aktionen vorwegnehmen. Also das Happening, das politische Kampagne darstellt, könnte ja auch ein Vorbild gewesen sein bei Capro für dessen Happenings. Und zwar gibt es Hinweise darauf bei den Aufzählungen, die es dann bei Capro gibt, wenn er eben über alltägliche Erfahrungen spricht, die Happenings zugrunde liegen können. Und dann eben genau dieselben Aufzählungen hat wie bei Dewey. Da ist politische Aktion, ja, Kampagnen, all das taucht auch bei Capro immer auf als Beispiel für Happenings. Capro selber hat ein Problem gehabt mit politischen Happenings, da war in gewisser Weise auch der spontane Ideologie des Kunstfelds verpflichtet. Für ihn hat das bedeutet, es waren irgendwie schlechte Happenings, wenn es politische Happenings gibt. Es gibt ein positiv von Capro bewertetes Beispiel von Abby Hoffman und den Yippies, die in einer berühmten Aktion an der New York Stock Exchange Dollarscheine in die New York, da gibt es ja so einen Balkon, ne, und auf den kann man eigentlich rauf, und Dollarscheine in die New York Stock Exchange geworfen haben. Das ist dann auch übertragen worden, und in der Selbstbeschreibung zumindest sind dann die ganzen Banker diesen Dollarscheinen nachgelaufen. Und Capro hat es gesagt, ja, das ist ein geglücktes Happening. Es gibt auch ein Happening, wo die Berliner Mauer, also dort, wo Capro selber politische Happenings gemacht hat, dort ist es tatsächlich missglückt. Also in gewisser Weise hat er recht gehabt. Also es gibt ein recht beschissenes politisches Happening von Capro. Aber davon abgesehen sind diese Schleifen sehr deutlich. Und 1968, ich habe ein Kapitel zu Theater und eine zu Tanz drin. Und 1968 ist das Théâtre Odéon in Paris besetzt worden von den demonstrierenden Studierenden 1968. Aber vorneweg ist Julian Beck und Julius Malina vom Living Theatre, also vom Living Theatre marschiert. Die haben eigentlich Künstler, Jean-Jacques Lebel war auch dabei, Künstler haben das Theater übernommen. Und Jean-Louis Barrault, der damalige Theaterdirektor, der ein Freund von Artaud war, hat die begrüßt, ja, hat sie sozusagen eingeladen und hat Julian Beck zugeschrien, what a wonderful happening, Julian. Das heißt, diese politische Besetzung, ja, politisch gedachte Besetzung des Theaters ist vom Theaterdirektor als happening verstanden worden. Hat natürlich schon kapiert, dass das jetzt eine politische Besetzung ist, aber gleichzeitig im Format des Happenings. Und ich denke, diese Schnittmengen sind interessant. Also dort, wo eine politische Aktion plötzlich in einem künstlerischen Format Ausdruck findet
und wo künstlerische Formate aufgenommen werden in der Politik. Und im Beispiel des Tanzes habe ich ein Beispiel in dem Buch von, was auch bei dem Schluss vorkommt, von Public Movement, dem israelischen Performance-Kollektiv, das mit Kreistänzen gearbeitet hat als Guerilla-Performances und in israelischen Städten die Kreuzungen, Verkehrskreuzungen lahmgelegt hat mit Kreis-Performances zu einem bestimmten, sehr bekannten israelischen Lied, Art Popsong, zu dem jeder irgendwie die Choreografie tatsächlich beherrscht, also Leute konnten sich da anschließen. Und das war anfangs nur eine Guerilla-Performance, das haben die mehrfach gemacht. Und 2011 ist es ja auch in Israel zu diesen Occupy, also zu breiten Protesten gekommen und öffentliche Plätze sind besetzt worden. Und dann haben Public Movement Künstler und Künstlerinnen, die zu politischen Aktivistinnen geworden sind im Zuge dieser Proteste, ihr künstlerisches Format dieses Kreistanzes und dieser Guerilla-Performance eingebracht in die Bewegung und haben gesagt, haben vorgeschlagen, so könnte man auch Straßenkreuzungen lahmlegen und den Verkehr lahmlegen. Weil das ist, was Öffentlichkeit tatsächlich schafft. Ja? Das ist, was einen Konflikt in die Öffentlichkeit bringt, nämlich die Verkehrsströme zu blockieren und lahmzulegen. Und das kann ich jetzt auf die unterschiedlichste Art machen. Und Fabi Huben hat vorgeschlagen, eben das durch diesen Kreistanz zu machen. Und das war ein super erfolgreiches Format. Viele haben sich anschließen, also natürlich auch Nicht-Künstler, haben sich anschließen können und viele haben das gemacht. Es gab riesige Demonstrationen von Leuten, die auf Straßenkreuzungen im Kreis getanzt sind. Also dieser Wechsel der Formate und über das Medium des Antimotismus ist das, was eigentlich konfliktuelle Ästhetik ausmacht. Das nur zu ergänzen. Ja, vielen Dank. Es ist wirklich sehr viel jetzt am Tisch. Ich könnte mich dann an der einen oder anderen Stelle auch einbringen und würde es auch gern. Allerdings ist jetzt Zeit, mal zu öffnen in den Raum hinein, nachdem jetzt doch sehr viel schon von hier aus gesagt wurde. Gibt es also Fragen, Kommentare, Statements jetzt gleich? Es gibt zwei, wunderbar. Ich habe die Frage, dass die Präsentation einfach, der Kommentar komplex und die Frage zum Publikum noch komplexer ist. Ich versuche es so zu machen. Aber mich interessiert auch diese Verbindung zur Erfahrungsästhetik oder zu den neuen Ästhetiken des 21. Jahrhunderts. Weil ich komme eher aus der philosophischen Ästhetik und nicht aus der politischen Philosophie. Und mich interessiert die Frage, wie weit Ästhetik, also als Meisterstück, als eine Form des Nehmens, die nicht logisch geordnet ist, sondern die eine Form von Offenheit hat, uns dann in der Kunst sozusagen die Möglichkeit gibt, also nicht Welt abzubilden, sondern Welt zu aufzuführen sozusagen. Und da versuche ich irgendwie wiederum anzuschließen an das, wie wir von der politischen Philosophie weg von dem Identitätsdenken, vom Differenzdenken quasi auf eine Art von Kategorisierung kommen, die nicht einfach bestimmt, sondern die offen lässt. Also das würde mich interessieren. Ich weiß nicht, Oliver, ob das genug ist, hier hinzuwerfen. Ja, vielleicht kann man warten, was dazu sagen. Vielleicht. Zuerst, ja, ich finde auch zuerst, weil ich dann ja, ja. Ja, ja. Ja, ich, also Aesthesis hat ja ursprünglich überhaupt nichts mit Kunst zu tun, ne? Also in der Erfindung des Begriffs. Und ich glaube, wenn man das in diesem ursprünglichen Sinn verwendet, und da hat es ja eben in den letzten Jahrzehnten auch den Versuch gegeben, das wieder aufzubringen, wenn man das in diesem ursprünglichen Sinn verwendet, dann ist ja der Gegenstand relativ gleichgültig, an dem sich diese ästhetische, auch sinnliche Erfahrung bemisst. Da würde ich sagen, müsste man im nächsten Schritt das eben nicht vom Gegenstand im klassischen Sinn her beschreiben, sondern vielleicht eher von der Situation, ja, in der eine jetzt ästhetische, nicht auf Kunst bezogen, sondern allgemein Sinn, Erfahrung gemacht wird. Da unterscheiden sich natürlich lebensweltlich die Situationen voneinander. Da kann ich natürlich einen Unterschied machen zwischen, sagen wir mal, einer Situation der Leere oder einer Situation der Liebe oder einer Situation des Buffets und einer politischen Situation. Da ging es mir in dem Buch darum, herauszuarbeiten, was sind denn die Kriterien,
ja, die eine politische Situation als solche, als politische, ja, definieren. Was macht das aus? Und wie lässt sich auch diesen Begriff des Antagonismus, der bei Laclau und Mouffe auftaucht, aber dort auch relativ unbestimmt bleibt, ja, wie lässt sich dieser Begriff des Antagonismus auch ausdeuten oder wie lässt sich da irgendwie Fleisch an diese Knochen rangeben? Deswegen auch der Versuch mit minimalen Bestimmungen, also minimale Kriterien dafür zu entwickeln, was denn eine politische Situation ausmacht. Ja? Dass nämlich in einer politischen Situation wir nicht individuell handeln, sondern kollektiv. Das heißt, die Wahrnehmung wäre eine kollektive Wahrnehmung, es wäre gar keine individuelle Wahrnehmung, die wir von einer politischen Situation haben. Wir nehmen sozusagen als kollektives Subjekt, als Demonstration eine Situation wahr. Ja? Es gibt die Massenpsychologie des 19. Jahrhunderts, es gibt Sigmund Freud, der über das fast individualpsychologisch umgelegte Verhalten von Massen spricht. Das kann man dahingehend weiter ausschildern, oder man bleibt einfach dabei, diese nackten Kriterien zu entwickeln, was ich gemacht habe. Und wir nehmen auf organisierte Weise wahr, das heißt, wir organisieren uns und wir versuchen, Hindernisse zu überwinden, deswegen Strategie, ja, also weil keine Politik, also Politik will ja irgendwo hin, ja, und das macht die Politik auch, das unterscheidet Politik von anderen Aktionsformen, anderen Handlungsformen, unterscheidet auch diesen Politikbegriff von dem von Hannah Arendt, wo Politik praktisch, politisches Handeln sowas wie Selbstzweck ist, da will man sozusagen nirgendwo hin, ja. Aber hier heißt Politik, du hast ein Ziel, ja, du willst irgendwie, zum Beispiel, ja, ganz banal, ja, du willst was verhindern oder du willst dann eben Macht oder du willst die Umwelt retten oder was auch immer. Ja. Und um dorthin zu kommen, musst du Hindernisse überwinden. Und um Hindernisse zu überwinden, musst du Strategien entwerfen. Das heißt, es ist kein blindes Handeln. Ja. Und das gehört auch zum politischen Handeln und das präfiguriert natürlich auch unsere Wahrnehmung. Dann nehme ich andere Dinge wahr, ja, dann nehme ich sozusagen wahr, was sind die Hindernisse? Ich nehme sozusagen die Hindernisse wahr und ich nehme die Welt nicht als einen großen, beliebigen Fluss wahr oder so. Das unterscheidet eben diese Wahrnehmung vielleicht auch sehr, vielleicht durchaus stark von dem, worauf du hinaus wolltest. Also mir geht es gar nicht um die Offenheit der ästhetischen Wahrnehmung, sondern mir geht es um die spezifisch politische Wahrnehmung. Möchtest du darauf jetzt noch was? Ganz kurz könnte ich schon was ergänzen dazu. Also aus meiner Perspektive, es gibt da gleich schon unterschiedliche Ansätze auch. Das war ja auch dieses Beispiel Martin Sehms, der ja noch versucht, sozusagen eine Ästhetik für alles zu formulieren. Und ich denke, das machst du nicht in dieser Radikalität zumindest, dass du jetzt wirklich die künstlerische Praxis mit deinem Ästhetikmodell versuchst, da runterzubringen. Ich sage auch nicht, alle Kunst muss politisch sein, ja? Also nur, dass da keine Missverständnisse sind. Nein, im Gegenteil, du sagst, das ist eben nicht alle Kunst politisch. Ja. Und das ist, glaube ich, also das ist ein wesentlicher Punkt, wobei es schon spannend ist, wie er versucht, jetzt Alltagsobjekte zu unterscheiden zwischen der Erfahrung, der ästhetischen Erfahrung eines Alltagsobjekts und eines Kunstobjekts. Weil das Kunstobjekt sozusagen ja auch noch zusätzlich etwas artikuliert. Also es braucht noch ein zusätzliches Verstehen des Kunstwerkes, um es ästhetisch spezifisch erfahren zu können. Und das ist sozusagen dieser Punkt, der jetzt, wenn man es auf politische Kunst übertragen möchte, es schwierig macht. Weil bei der politischen Kunst eben es ja auch darum geht, eine konkrete Veränderung herbeizuführen, so wie wir politische Kunst verstehen, ich meine, das ist jetzt eher ausgebreitet, und da die Alltagserfahrung auch eine natürlich wesentliche Rolle spielt, aber sozusagen in dem Sinn, dass man etwas verändern möchte. Und da bin ich halt sehr stark in diesem Bereich der theologischen Ästhetik interessiert, wo das im Austausch mit anderen passiert. Aber es gibt ja auch zum Beispiel von Juliane Rebentisch einen sehr interessanten Ansatz, dass sie sozusagen die ästhetische Erfahrung so denkt, dass man sich selbst als verändernde Wesen, nicht definitiv abgeschlossenes Individuum erfährt und
Sie spricht da auch zum Beispiel die Willensschwäche an, dass das durchaus auch einen positiven Moment erzeugen kann und dass das eigentlich für sie das Politische auch an einer Kunsterfahrung ausmachen kann, dass man sich selbst in seiner Funktion, in seiner Selbstverständlichkeit anders erlebt, hinterfragt. Ich würde mich da jetzt tatsächlich gerne einbringen in diese Dreiecksdiskussion, weil ich einen Aspekt in dem, was du gesagt hast, sehr interessant gefunden habe, nämlich über das Pre-Enactment, dass das nämlich einen Konflikt betrifft, der schon da ist. Dass der Oliver gesagt hat, er findet die Erfahrung, den Erfahrungsaspekt hier interessant, weil Acting fun ist, aber es ist mehr als das. Wenn wir zurück an dieses Positionsbeispiel denken, dann könnte man tatsächlich sagen, es gibt eine affektive Dimension dieser Erfahrung, Produktions- und Rezeptionsästhetisch, wo die Konfliktualität dieser Positionen, die wir gehört haben, zum Ausdruck, also und zwar zum Ausdruck auch im Sinn der Propaganda kommen kann. Also nicht nur zum Ausdruck, dass wir es uns ansehen können. Und das ist die konfliktuelle Dimension der Politik, die uns durchzieht. Und die tatsächlich noch nicht diese Größe der mehr als nur minimalen Politik erreicht hat, aber so in einem ganz benjaminischen Sinn schon da ist. Ja. Und schockartig zum Ausdruck kommt. Und diese Erfahrung könnten wir schon auch da reinnehmen. Und dann das finde ich nämlich auch nicht, das habe ich so rausgestrichen, weil es ist ja ein allgemeines Klischee eigentlich, dass die Künstler schon in der Zukunft etwas vorhersehen können. Das ist eben überhaupt nicht gemeint damit. Also das ist jetzt gesagt, dass es um einen gegenwärtigen Konflikt geht, der bereits da ist. Und wie könnte der sozusagen pre-enacted werden? Und wir alle lernen das. Das ist dann natürlich eine ästhetische Erfahrung damit. Ja. Weil das ist, ich finde das soziologisch interessant, die meisten Leute lernen nämlich diese Affekte von Konfliktualität runterzuspielen. Kuratorinnen und Philosophinnen und so weiter, vor allem Soziologinnen, das lernt man an der Uni und Künstlerinnen lernen an der Uni das eher nicht runterzuspielen. Dadurch werden sie, das ist gar nicht so magisch, in der Gesellschaft in diese Rolle versetzt. Diese Konfliktualität, diese affektive Konfliktualität Form werden lassen zu können. Also insofern finde ich es schon auch interessant und in der Begegnung damit können wir uns zusammenschließen und weitermachen, weil das kommt auch noch für mich dazu, das wäre jetzt das Zweite, was ich sagen will, und dann kommen die Nächsten dran. Weil nämlich es ja einer konfliktuellen Ästhetik eben nicht um Originalität geht und gehen kann, da ist ja dieses wunderbare Beispiel hier, also es geht ja nicht darum, dass der Oliver jetzt, also in dem Fall wäre er auch Teil dieser Ästhetik, einen Titel findet, der nur auf ihn zutrifft oder ganz besonders originell ist, sondern es geht ja vielmehr darum, was ja hier am Podium auch passiert, dass, das wäre dann Propaganda auch oder Hegemoniearbeit, das ausgehend von einer Beschreibung, die aber auch etwas will, wir mehr werden. Ja. Und in dem Sinn kann es eben nicht um Originalität und Authentizität der Marke gehen, sondern es geht um Kollaborativität und Bewegung, um ein Ausweiten und Ausbreiten, durchaus eben auch von konfliktueller Affektivität. Jetzt bin ich fertig und freue mich, dass jetzt wer andere was sagt. Mir geht es um was ganz Grundsätzliches. Ich glaube, ich habe noch nicht ganz verstanden, wo in deiner Konzeption die Differenz zwischen Kunst und Aktivismus liegen soll. Und anders, oder die Frage schließt daran so ein bisschen an, und was die Intention des Buches ist, also ob es darum geht, quasi diese Praxen als Aktivismus oder als wahrhaftige Propaganda mehr zu würdigen oder eben als Kunst zu rehabilitieren und damit dann ja doch wieder einem bürgerlichen Kunstbegriff zuzuschlagen. Und dann frage ich mich, ob man diesen Praktiken damit nicht möglicherweise einen Bärendienst erweist, wenn man sie dann doch wieder als Kunst, als vielleicht politische, aber eben Kunst kodiert. Das war's, glaube ich. Ja, das ist. Können noch mehr, andere Sachen, aber zweites noch. Hm? Ja, das ist eine wichtige Frage, glaube ich. Ich bin mir gar nicht so sicher, ob ich mich selbst auf eine der beiden Seiten schlagen will. Also, es geht mir sicher auch darum, politische Kunstpraxen zu rehabilitieren. Im Kunstdiskurs. Das ist sicher auch ein Anliegen, weil ich sie aus dieser Schnudelecke irgendwie rausholen will, in der sie von den Funktionären des Kunst. Wobei ich muss was zu diesem Begriff der Funktionäre, ich schimpfe das Buch auf die Funktionäre des Kunstfeldes.
weil die eben diese spontane Ideologie hat. Aber es ist eine rein instrumentelle Definition. Ich bin auch ein Funktionär, bin Funktionär meiner Uni, ja, und das besteht darin, dass ich halt den Betrieb am Laufen halten muss. Das ist das, was Funktionäre tun. Ja. Sie müssen den Betrieb am Laufen halten. Und die Politik stört ja, den üblichen Ablauf des Betriebs. Ja. Und deshalb tendieren Funktionäre und Funktionärinnen dazu, Politik abzuwehren, ja, und eher zu versuchen, weil sie nämlich ein Investment darin haben, dass alles so läuft wie bisher. Ja. Und sobald aber jetzt Studierende kommen, sagen beispielsweise, okay, wir besetzen jetzt die Angewandte und wir machen jetzt einen Streik wegen irgendwas, ja, dann stellt sich halt die Frage, bin ich ein Funktionär oder schlage mich auf die Seite der Besetzer? Also das heißt, will ich den Betrieb am Laufen halten oder bin ich für den Streik? Und das ist eben, also was ich damit sagen will, jetzt auf die Frage hin auch, ist, dass man die Unterscheidung ja, nur anhand des Antagonismus treffen kann. Also der Kunstbetrieb, das Kunstsystem hat die eigenen Logiken. Ja. Funktionärslogiken, Wertekanon, normative Prinzipien, nach denen Kunst bewertet wird. Der Antagonismus durchkreuzt die Funktionen, die Normen und so weiter des Kunstfelds. Das heißt, er steht in einer, es ist heterogen, ja, im Verhältnis zu dem, was wir im Kunstfeld üblicherweise betreiben, weil im Kunstfeld ja eben nicht Politik im strengen Sinne betrieben wird, weil im Kunstfeld ja nicht die Kriterien minimaler Politik schlagend sind, ja, weil im Kunstfeld nicht die Idee der Simplifizierung, der Komplexitätsreduktion, du musst einen Punkt machen und so weiter, als relevant angesehen werden. Das heißt, das ist eine objektive Unterscheidung, die hier eingeführt ist. Gar nicht so sehr meine Unterscheidung, okay, ich mache diese, ich schlage sie vor, ja, aber als objektive Unterscheidung, das, was Kunst zu Politik macht, ist der Antagonismus. Das bin nicht ich als Beobachter. Ja. Das ist auch nicht das Kunstfeld, das jetzt etwas, das ist jetzt keine Luhmannsche Theorie, das ist nicht das Kunstfeld, das etwas nicht beobachten kann, wenn es das nicht beobachten kann. Ja. Also das kann ich nicht als Kunst wahrnehmen, ergo ist es keine Kunst, sagt das Kunstfeld. Das ist im Regelfall so. Ja. Aber eben nicht, wenn die Regel gebrochen wird. Der Antagonismus, das heißt der Konflikt, der überschwappt in das Kunstfeld, kann auch in jedes andere Feld überschwappen. Der Konflikt setzt die üblichen Regeln und die üblichen Kriterien des Kunstfelds außer Kraft. Also ich würde sagen, ist es Kunst, ist es Aktivismus, ist eine Entscheidung, die vom Antagonismus getroffen wird. Eine exakt dieselbe Praxis kann einmal Kunst sein und einmal Antagonismus, je nachdem, ob ein Konflikt in dieser Situation ausgebrochen ist oder nicht. So wie dieser Kreistanz einmal Kunst ist und einmal Aktivismus. Ja, weil diese Praktiken ja nicht für sich in Anspruch, ich frage deswegen, weil diese Praktiken ja nicht für sich in Anspruch nehmen, als Kunst rezipiert zu werden, sondern erstmal als Aktivismus ernst genommen werden wollen. Ja. Deswegen, genau, die haben natürlich eine ästhetische Dimension, sind irgendwie ästhetisch avancierter, aber ich muss sie jetzt ja, nicht sie unbedingt, ja, um sie würdigen zu können und ernst nehmen zu können, halt unter überhaupt in die Nähe eines Kunstbegriffs bringen. Deswegen das. Nee, muss man nicht. Aber. Sie sind in der Nähe des Kunstgebäudes. Also das heißt, die Künstlerinnen verstehen sich auch weiterhin als Künstlerinnen. Wenn sie politisch aktiv werden, bringen bestimmte Skills, bestimmte Fähigkeiten mit ein, vielleicht auch eine bestimmte Fähigkeit, das symbolische Repertoire der Gesellschaft zu bearbeiten, die andere möglicherweise nicht einbringen. Also in der Selbstbeschreibung von Künstlerinnen ist es gar nicht so, dass die jetzt diesen starken Cut machen und sagen, hier bin ich Aktivist, hier bin ich Künstler, sondern sagen, okay, wie kann ich die Ressourcen meines Feldes, wie kann ich die institutionellen Ressourcen, wie kann ich meine persönlichen Ressourcen, meine Skills, meine Fähigkeiten nutzen als Aktivist, ja, um da einen Unterschied machen zu können. Und das bringt schon so eine, das hat eine gewisse Spezifik. Ja. Also ich würde nicht sagen, das ist nur Aktivismus. Ja, was immer das sein soll, nur Aktivismus. Ja. Oder eine Ausdeutung von dem, was da passiert, kann sich darin erschöpfen zu sagen, naja, die sind halt Aktivisten geworden. Ja.
sondern da ist schon etwas in der symbolischen Praxis mitgenommen, ja, in das politische Feld. Und das ist eigentlich der Einsatzpunkt. Ich habe letztens so ein Interview gegeben, da bin ich auch gefragt worden, ja, was ist denn zum Beispiel mit ja, Zentrum für politische Schönheit? Das ist dann was, das ist ein Beispiel, auf das Journalisten dann immer kommen. Ja. Ist das jetzt Kunst oder ist das Aktivismus? Ja? Aber wieso ist nicht, das ist ein gutes Beispiel insofern, als es dort irgendwie bewusst auf dieser Grenzlinie gesetzt ist. Ja? Und man bedient sich eben der Lizenz der Kunst, möglicherweise auch vor Strafverfolgung zu schützen. Man bearbeitet auch gleichzeitig eine spezifisch durchaus an Kunstpraktiken erinnernde Weise, ja, das politische Symbolrepertoire. Und gleichzeitig ist es aber knallharter Aktivismus. Also es ist, wieso muss ich da eine Unterscheidung treffen? Muss ich eigentlich gar nicht, sondern ich kann ja sagen, die Spezifik genau so einer Kunstpraxis besteht in ihrer Unentscheidbarkeit. Ja, weil nämlich genau diese Unentscheidbarkeit das ist, was von diesen Künstlern ja auch mitgenommen wird, um sich selbst zu schützen. Also, sie spielen mit dieser Unentscheidbarkeit, anders gesagt. Sie sagen, wenn mich die Polizei abholt, sage ich, es ist Kunst. Ja? Wenn mich ein Journalist fragt, sage ich, es ist Politik. Darf ich jetzt doch sagen, ich meine, es ist, hier sitzt ja ein Künstler hier, der ja, sehr gerne Künstler ist auch. Und der eben nicht, der eben ganz sicher Aktivist ist, aber auch Künstler. Vielleicht möchtest du auch kurz dazu was sagen. Ja, sehr gerne. Also ich denke auch, dass das Anliegen, also wo wir uns auch jetzt unsere Schnittmenge sozusagen, besteht ja darin, dass es uns, glaube ich, jetzt nicht so stark um die Unterscheidung von Kunst und Aktivismus geht, obwohl das eine sehr spannende Frage ist natürlich, sondern um die Repolitisierung der politischen Kunst. Also das heißt um die Unterscheidung zwischen politischer Kunst und nicht politischer Kunst, beziehungsweise die Unterscheidung zwischen politischer Kunst und Kunst, die als politisch bezeichnet ist, aber unseres Erachtens nicht politisch ist. Und dafür, finde ich, sind diese Kriterien, die ich deshalb auch angeführt habe, nämlich des Mehrwerdens, der Organisierung und der Strategie ganz wesentlich. Weil da hat man was in der Hand und dann kann man argumentieren, sozusagen ein Argumentationswerkzeug. Das ist sozusagen ein wesentlicher Punkt. Aber dann das Zweite, was für mich auch noch wichtig ist, ist, dass für mich politische Kunst nicht nur sozusagen aktivistisch Aktivismus sich abspielt, sondern durchaus auch im sozialen Bereich und im ideologischen Bereich. Da würden wir wahrscheinlich, wenn wir jetzt noch länger diskutieren würden, vielleicht auch unterschiedliche Positionen teilweise haben. Aber auf der anderen Seite uns wahrscheinlich dann doch wieder treffen, wenn wir jetzt sozusagen diese Unterscheidung von Politik und dem Politischen sehen. Und das Politische kann eben auch zur Politik werden und dann hat es sozusagen, dann sind eben auch wieder Kompromisse notwendig und dafür aber sozusagen kann man auch Ziele wirklich erreichen, etwas umsetzen. Also ein Beispiel aus meiner eigenen Praxis, das ist jetzt nur ganz kurz, aber skizzieren kann. Ich habe mit Kathi Moorweg ein Projekt in der Schweiz umgesetzt, in der Schildhalle Zürich, zu Urban Citizenship, also Stadtbürgerinnenschaft. Und das war ein Projekt, wo eben wir mit Wissenschaftlerinnen, Aktivistinnen gemeinsam sozusagen ein Konzept erarbeitet haben für die Stadt Zürich, dort eine Stadtbürgerinnenschaft, die dann auch die Rechte der Sans-Papiers verfestigen würde, einzuführen. Und tatsächlich ist es gelungen, dass das Stadtparlament jetzt an einer Umsetzung arbeitet. Und das ist dann sozusagen eine langwierige Arbeit. Ich bin jetzt auch schon gar nicht mehr beteiligt, aber ich war doch relativ lange dabei. Und da hat sich sozusagen eine eigene Gruppe gebildet. Und so übersetzt sich das dann halt in Politik und hoffentlich in eine konkrete Umsetzung. Und dann kann man wieder schauen, wie schaut das aus, was macht eine Stadtbürgerschaft vielleicht wieder kritisch an die Sache herangehen. Also das ist einfach auch nichts Abgeschlossenes. Nicht? Ich glaube, das ist noch wichtig zu sagen. Mit Blick auf die Uhr sage ich leider, dass wir nicht mehr Fragen und Antworten machen können, sondern sammeln. Das heißt, es haben sich schon zwei Leute gemeldet. Bei mir brennt auch noch eine Frage. Bei wem brennt noch was? Wir sammeln. Das ist schon, ja, Herbert und die waren schon, aber ich sage jetzt nur, alle müssen sich leider jetzt melden, die noch fragen. Dann nehmen wir alle Fragen zusammen. Ja? Hier habe ich noch jemand. Wunderbar, dann nehmen wir alle Fragen zusammen und dann kommt die letzte Runde auf dem Podium. Herbert beginnt.
auf den Fahndesischen überholt, aber wenn man sozusagen diese Aufführung, diese künstlerischen Aufführung, die du da gebracht hast, als produktive Akte denkt, dann ist es also nicht das, was sie produzieren, ist die Offenlegung und die Darstellung von Konflikten zu teilen. Nimmt da dieser Akt nicht im Endeffekt so eine Form von Oszillation zwischen Kunst und Politik ein, beziehungsweise auch einen Rückenschlag, und jetzt da mal noch eine Doppelung, tun diese Situation und diese Aufführung nicht genau das Gleiche zwischen den antagonistischen Positionen? Sondern dass sie einerseits oszillieren dazwischen, wenn man sich die Verschiebungen, die quasi bei der Panzerung stattgefunden haben, dann wäre da springt das Werk ja zwar quasi zwischen Positionen hin und her und gleichzeitig macht es immer so eine Form von Rückenschlag. Kann man das in dieser komischen Doppelschleife denken, sondern so ein vierendes Oszillieren der Situation, die sich selber zur Aufforderung bringt? Ich möchte zurückgreifen auf diese Geschichte mit der Theaterbesetzung. Und es gab diese Besetzung, die stattfand. Vorher war das nicht Kunst. Ihrer Meinung nach ist es nur Kunst geworden, dass der eine gesagt hat, what a happening. Warum ist es denn Kunst und vorher nicht Kunst? Das kann ich nicht ganz begreifen. Wenn wir jetzt... Ja? Ich wollte fragen, wo das Ganze, ich mag dann vielleicht so einen, diesen Oszillieren, was der Herbert gemeint hat, zwischen politisch und künstlerisch noch so eine andere Achse einführen und fragen, inwiefern der jetzt vielleicht auch da eben sprichwörtlich, dass das begreifbar wird, ja, ob der so eine Art kritischer Materialismus oder Verdinglichung oder Verkörperung einen Platz findet in euren Theorien. Dass zum Beispiel dann keine Rolle mehr spielt, eigentlich ist das Aktivismus oder ist das Kunst. In dem Fall wird in dem Tanz auf der Kreuzung was verkörpert und die Autos stehen still. Ja? Also spielt da das Ding oder in einer Einfachheit, spielt das da irgendeine Rolle? Ich habe über den Konfliktbegriff jetzt nachgedacht, und zwar vor allem die Perspektive, also wenn wir uns dieses Bild nochmal mit dem Panzer anschauen, da war ja schon ein bestehender Konflikt da und die Künstlerin oder der Künstler transformiert diesen Konflikt und darauf wird reagiert. Aber die Position, die die Künstlerinnen einnehmen bei dem Band, ist ja eine andere. Da ist ja eigentlich in der Situation in der Stadt kein wirklich wahrnehmbarer Konflikt da, sondern es wird ein Konflikt provoziert, der dann vielleicht zu etwas weiterführen bringt. Das gibt es da auch irgendwie eine Differenzierung in der Wahrnehmung von Konflikten. Meine letzte Frage bezieht sich auf meine Rolle als Funktionärin des Feldes. Die Frage, ob ich eine Funktionärin bin oder für den Streik, finde ich im Zusammenhang mit unserer Aufgabe hier, nämlich wir sind ja der ECM und wir bilden ja Funktionärinnen aus, also Kuratorinnen, wir sind auch Funktionärinnen, und du hast einen Text in diesem Buch, der heißt die kuratorische Funktion. Ist die kuratorische Funktion jetzt die der Funktionärinnen oder die des Streiks? Soll ich anfangen? Also vielleicht ganz kurz nur jeweils, finde ich einen guten Hinweis, die Oszillation der Situation, also das Politische oszilliert, es flickert, ja. Das Terrain verschiebt sich, aber es oszilliert zwischen den verfeindeten Lagern, wie an diesem Beispiel gezeigt. Es oszilliert vielleicht auch in anderen Dimensionen. Es oszilliert zwischen Kunst und Politik, aber nicht nur zwischen Kunst und Politik natürlich, sondern jedem beliebigen anderen Feld und Politik. Und das merkt man eben auch, wenn zum Beispiel beim Präsidentschaftswahlkampf, beim letzten Österreich-Präsidenten war das ganz klar, da ist der Konflikt, hat sich durch die Familien durchgezogen. Ich weiß nicht, ob das jetzt immer noch so war, aber da ist sehr oft davon berichtet worden, dass halt gerade auch Kinder ihren Eltern gesagt haben, du musst jetzt aber Van der Bellen wählen, weil sonst gibt es Krach. Ja. Also das ist so eine Art Bürgerkriegssituation, wo bis in die Familien, also es oszilliert halt auch überall hin, ja, je nachdem, was für eine Art von Konflikt das ist. Die Frage der Theaterbesetzung, was ich gemeint habe, das war es Kunst, was nicht Kunst. Vorher Kunst, nachher Kunst,
das ist eben so ein Beispiel von Unentscheidbarkeit. Es war eine politische Situation. Mai 68, der größte Generalstreik in der Geschichte Frankreichs. Das haben ja nicht nur Künstler gestreikt, sondern das haben ja Studierende gestreikt, aber vor allem auch Arbeiter in den Fabriken. Das Ganze war eine riesige, explosive Situation, die fast zum Systembruch geführt hätte. De Gaulle war schon auf der Flucht, ist dann zurückgekommen. Also nach Flucht zur französischen Militärbasis in Deutschland und hat sich der Unterstützung der Generäle versichert. Also es war eine hochexplosive Situation. Aber was passiert dort auf der Straße? Das sind zusammen mit Studierenden und Arbeiterinnen, vermutlich, vielleicht waren auch ein paar dabei, haben Theaterleute und Künstlerinnen jetzt gesagt, wir besetzen etwas. Was besetzen sie? Sie besetzen die Cinémathèque. Sie besetzen das Théâtre Odéon, sie haben auch die Sorbonne besetzt. Das heißt, sie haben eigentlich Künstler, also was heißt Künstler? Sie haben kulturelle Einrichtungen besetzt. Erster interessanter Punkt. Ja. Die Arbeiter besetzen die Fabriken, Künstler besetzen kulturelle Einrichtungen. Also es ist von vornherein etwas, wo man sagen kann, ja, das ist jetzt etwas, da wird plötzlich das Happening politisiert. Aber vielleicht ohne, dass sich die Akteure das unbedingt selbst so gedacht haben, wir politisieren das Happening. Und plötzlich kriegen sie es aber auch zurückgespiegelt. Das heißt, ein Funktionär des Kunstfelds sagt, das ist doch ein Happening, was ihr da macht. Ja? Obwohl es eigentlich vielleicht gar nicht so gedacht war. Also es gibt einen Interpretationskampf zwischen denen, die sagen, das ist eine politische Aktion, und denen, die sagen, das erinnert mich jetzt aber fatal an ein Happening. Und in gewisser Weise, wenn wir uns über politische Kunst streiten, streiten wir uns immer noch. Ja, entlang dieser Linie. Wir streiten uns immer noch darüber, was daran ist jetzt wirklich künstlerisch, ja, das sind die einen, die das sagen, und was daran ist jetzt wirklich politisch, das sind die anderen, also jetzt so linksradikale Position würde so immer den Verdacht gegenüber bürgerlichen Kunstfuzzis haben, die da sich einschleichen, ja. Und umgekehrt gibt es den Verdacht gegenüber dieser Politisierung. Ja. Und das ist aber tatsächlich eine real existierende gesellschaftliche Linie, die üblicherweise zwischen dem Kunstfeld und anderen gesellschaftlichen Feldern verläuft und die durchbrochen wird. Und dann entstehen plötzlich solche Definitionsprobleme, solche Entscheidungsfragen. Ja, was ist das jetzt eigentlich, womit wir das zu tun haben? Das ist ja auch ein Versuch einer Klärung, ein Klärungsangebot jedenfalls. Dritte Frage, Verkörperlichung, genau. Demonstrationen, das ist auch so ein Kriterium, das ich entwerfe für minimale Politik. Wenn man davon ausgeht, dass minimale Politik auch eben auf der Straße stattfindet, dann muss sie auch verkörperlicht sein. Ne? Und das bedeutet, dass wenn wir demonstrieren, demonstrieren wir mit unserem Körper. Ich habe große Vorbehalte gegenüber Klicktivism, ja? Also zu glauben, indem ich zu Hause meine politische Meinung absondere, indem ich irgendeinen politischen Anliegen auf Facebook ein Like schenke oder so, ja, das ist mein politischer Aktivismus, das halte ich überhaupt nicht für politischen Aktivismus, nicht im geringsten. Ja. Sondern das beginnt dort, wo ich mit meinem Körper einstehe für die Position, die ich vertrete, mit allen Risiken, die das verbunden ist. Und genau das ist ja auch der symbolische Wert, ja, der mit diesem körperlichen Einsatz verbunden ist. Deswegen wird man ja auch ernst genommen, weil man dieses Risiko einzugehen bereit ist. Ja. Das heißt, risikolose Politik, ja, wird nicht ernst genommen als Politik. Ja. Und der letzte Punkt, ja, oder der vorletzte, noch kein Konflikt, die Sache mit dem Band. Richtig, ja. Da könnte man vermuten, okay, das machen die überall. Und in gewisser Weise geht es um den Konflikt, der bei den Teilnehmerinnen schon, ja, in deren Körper und in deren politische oder auch soziale und kulturelle Subjektivierung eingeschrieben. Aber in der künstlerischen Praxis von Public Movement ist es sehr oft so, dass in deren Arbeiten bewusst sowas wie Konfliktscouting, sage ich jetzt mal, betrieben wird. Ja. Das heißt, wenn die eingeladen werden, dann gehen sie wohin und versuchen erstmal rauszufinden, was sind denn die Traumata an diesem Ort, in dieser Gesellschaft. Ja. Was sind die verborgenen Konfliktlinien? Ja? Wo setzt, das ist Site-Specificity im politischen Sinne. Also ich komme irgendwo hin, ja, und da stelle ich mir nicht die Frage, ja, sondern ich stelle mir die Frage, was wird hier verschwiegen? Ja? Was ist sozusagen die geheime
aber umkämpfte Basis von diesem scheinbaren, ja, lieblichen Oberflächenfrieden, der uns, ja, und deswegen ist der Konflikt überall, ja, aber er ist eben nur latent überall und nur selten wirklich manifest und wirklich ausgebrochen. Und Teil einer aktivistischen Kunstpraxis kann eben auch was sein, zu versuchen, hervorzukitzeln. Und eine Möglichkeit, dadurch eben einen künftigen Konflikt vorwegzunehmen, wäre ja auch als Kunstpraxis, also als Pre-Enactment eines künftigen Konflikts, das Training, ja, Rehearsal, Training, wie im Ballett an der Stange, Exercice. Ja, das heißt, wir üben, so wie die eben diesen Kreistanz geübt haben, wir üben bestimmte Praktiken, die dann nutzbar sein können für einen Konflikt, sollte er ausbrechen. Das heißt, sollte es uns gelingen, ihn hervorzukitzeln. Oder sollte er auch ohne unser Zutun einfach erscheinen? Die letzte Frage war meine. Die letzte Frage, die kuratorische. Die kuratorische Funktion. Ja, das ist eben die Frage. Ne? Also wo setze ich meine organisatorischen Skills? Ja, für was setze ich die ein? Ja? Setze ich die ein dafür, dass der Betrieb immer so weiterläuft, wie er läuft? Ja? Dann wäre es sozusagen die Aufgabe einer Funktionärin, so einzusetzen. Oder setze ich sie ein, das ist der Punkt, den ich in dem Kapitel über die kuratorische Funktion mache, oder verstehe ich die kuratorische Funktion in dem Sinne, dass ich versuche, Situationen zu organisieren, die tatsächlich ein politisches Potenzial in sich tragen, also einen Konflikt sichtbar machen können, ganz so ähnlich wie diese Praxis von Public Movement, die ich gerade beschrieben habe. Und das würde heißen, dass ich mich dieser, ja, Funktionen, die auch minimale Politik, ja, mit sich bringt, dass ich kuratorische Praxis als organisatorische Praxis verstehe, aber eben auch als kollektive Praxis, also nicht als individuelles Genie-Kuratorentum, ja, dass ich sie als konfliktive Praxis verstehe, dass ich sie als strategische Praxis verstehe, aber im Hinblick auch auf bestimmte Zielsetzungen, die mit politischen Problemen sind. Eine ist noch offen. Und ich, was? Nein, nicht noch. Ist erledigt. Ist super. Dann ist jetzt der Martin dran. Ich wollte nur noch ein paar Sätze dazu sagen, weil es ein bisschen zu kurz gekommen ist heute, dass natürlich es schon wichtig ist, auch in welche Richtung wir politische Kunst denken, weil soll es in Richtung Demokratisierung gehen, was sozusagen für eine Grundhaltung ist, dahinter ist eine radikaldemokratische Grundhaltung dahinter, weil einfach sozusagen nur den Konflikt an sich vorwegzunehmen oder zu befördern, das kann auch durchaus in eine faschistische Richtung gehen. Und ich glaube, das ist auch noch ein wichtiger Aspekt, den man immer mitdenken sollte. Und manchmal macht es eben auch mehr Sinn, als Funktionär auch was zu verteidigen, was sozusagen die Demokratie unterstützt oder vielleicht auch manchmal aus pragmatischen Gründen. Also es ist eben doch nicht immer nur der Konflikt sozusagen die Lösung. Also die falsche Politisierung zu verhindern. Aber zu glauben, es gäbe keinen Konflikt, ist nicht auch falsch. Also das ist die andere Gefahr. Ich sehe schon, da haben wir jetzt doch einen offenen Konflikt, mit dem wir diesen Abend beenden werden. Aber das ist auch wunderbar so, weil die durchziehen uns alle, diese Konflikte. Und wir gehen jetzt dennoch zum unpolitischen sozialen Teil dieses Abends über, nämlich der Wein und die Soletti. Ich darf aber noch zwei Dinge vorher ankündigen. Einerseits freue ich mich, unsere nächste Veranstaltung ankündigen zu können. Als Funktionärin, nämlich der nächste Diskurs ist am 8. November, wir ECM-Diskurs mit Cornelia Solfrank, da dürfen wir uns auch freuen, über Politik und sozusagen Digitalität eine Auseinandersetzung zu führen. Und des Weiteren gibt es eben die Bücher um 15 €, die unpolitischen Drinks, und ich darf mich bei Anja Seifenfuß bedanken dafür, dass das hier so gut funktioniert hat, bei Frank Müller dafür, dass er die Bücher verkauft. Vielen, vielen Dank, dass die Veranstaltung auch gefilmt ist, und vielen Dank natürlich allen, dass Sie da waren, zugehört haben, und am allermeisten danke ich erstens Oliver Macher dafür, dass er das Buch geschrieben hat und mir vorgestellt, und zweitens Martin für deine Lektüre und Respondenz, die wirklich nochmal auf sehr viele neue Punkte hingewiesen hat und Fragen gestellt hat, die es uns jetzt ermöglichen, da weiterzudenken und weiter zu diskutieren. Vielen Dank für den wunderbaren Abend.